Mit dem Erscheinen der fünften Welle des Mario Kart 8 Deluxe Streckenpasses nähert sich das große DLC-Paket seinem Ende. Was danach folgt, wissen wir noch nicht. Aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Ich werfe in diesem Video einen Blick zurück auf die gesamte Mario Kart-Reihe. Schließlich feiert Mario Kart in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Zumindest wenn wir vom Europa-Release ausgehen, denn hierzulande erschien Super Mario Kart Anfang des Jahres 1993. Aus diesem Anlass habe ich keine Mühen gescheut und mir alle bisher erschienenen Mario Kart Spiele nochmal genau angeschaut. Naja, fast alle, aber dazu später mehr. Außerdem war es mir wichtig, die einzelnen Titel auf der jeweiligen Original-Hardware zu spielen. Ich wollte das Spielgefühl aufnehmen, das die Entwickler damals auf den einzelnen Systemen geschaffen hatten. Denn nur so konnte ich sicherstellen, die Spiele nach bestem Wissen und Gewissen zu beurteilen. Schnallt euch also an und düst mit mir zusammen in Richtung Ziellinie, wenn wir uns die Geschichte und alle Mario Kart Spiele gemeinsam anschauen. Viel Spaß! Super Mario Kart, was für ein Klassiker. Und können wir einmal kurz über das wunderschöne Artwork auf der Box sprechen? Das Bild verdeutlicht perfekt, um was es bei dem Spiel geht. Wir sehen 8 Charaktere aus dem Mario-Universum, die auf einer Rennpiste unterwegs sind. Die beiden Helden Mario und Luigi fahren voran, dahinter folgen Prinzessin Peach, ein Koopa Troopa, Bowser höchstpersönlich, Yoshi, der erst in Super Mario World sein Stelldichein feierte, Donkey Kong Jr. und Toad, der hinten das Fahrerfeld aufholt. Münzen fliegen umher, Koopa schlittert gleich über eine Banane und Bowser ächzt, weil er von einem roten Panzer getroffen wurde. Dieses Boxart verinnerlicht die Quintessenz des Spiels und ist in meinen Augen perfekt. So gut sollte keine andere Box eines Mario Kart Spiels mehr aussehen. Es ist zudem das einzige Mal, dass das Boxart von Hand gezeichnete Figuren darstellt, aber dazu später mehr. Super Mario Kart erschien bereits im August 1992 in Japan und am 1. September 1992 in den USA, bevor es dann am 21. Januar 1993 bei uns in den Läden stand. Irgendwann zwischen dem 21. Januar und 21. März 1993 habe ich es zum ersten Mal gesehen und es hat mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes für immer verändert. Super Mario Kart war das erste Videospiel, das ich damals mit meinen 6 Jahren zu Gesicht bekam. Wir zogen im August 1992 von Kirgisistan nach Deutschland, kamen in einer Notunterkunft unter und teilten uns dort eine Wohnung mit meinem Onkel und seiner Familie, die einige Monate zuvor nach Deutschland gekommen waren. Mein Cousin war älter und bekam Anfang 93 eine Super Nintendo Konsole mitsamt Super Mario Kart zum Geburtstag geschenkt. Ich durfte damals zusehen und selten auch mal selber spielen. Da er aber nur einen Controller hatte, war ich meist Zuschauer. Aber das störte mich überhaupt nicht. So eine Zauberkiste kannte ich nicht und das Spiel, das sich dort auf einem kleinen Röhrenfernseher vor meinen Augen entfaltete, sorgte dafür, dass ich mich in das Medium Videospiel mit Haut und Haaren verliebte. Diese Liebe dauert nun bereits 30 Jahre an und Super Mario Kart war der Auslöser. Daher hat das Rennspiel einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, auch wenn ich es nicht oft gespielt hatte in meiner Kindheit. Denn als ich im März 93 7 Jahre alt wurde, wünschte ich mir von meinen Eltern ebenfalls einen SNES. Ich durfte mir damals ein Spiel aussuchen und anstatt zu Super Mario Kart zu greifen, wählte ich Disneys Aladdin. Super Mario Kart hatte ja mein Cousin und wir konnten ja zur Not tauschen. Dabei war Super Mario Kart ursprünglich als ein ganz anderes Rennspiel konzipiert, wusstet ihr das? Nach dem Release von F-Zero, das rasante Renn-Action dank Mode 7 Effekt ablieferte, aber nur solo gespielt werden konnte, kam Shigeru Miyamoto die Idee, ein Rennspiel zu entwickeln, das auf 2 Spieler ausgelegt war. Sein Team und er nutzten dieselbe Engine und halbierten den sichtbaren Spielbereich, um 2 Spielern ein eigenes Sichtfeld zu ermöglichen. Dabei nutzten sie in der ersten Entwicklungsstufe klassische Karts, bis jemand auf die Idee kam, ein Mario Sprite in eins der Karts zu packen, um dem Spiel Charakter zu verleihen. Miyamoto gefiel die Idee und das Team baute weitere Figuren aus dem Mario-Universum ein. Es sollten letztendlich 8 verschiedene Mario-Charaktere werden, die in einem neuen Rennspiel gegeneinander antreten durften. Mario, Luigi,
Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr., Cooper und Toad unterschieden sich dabei nicht nur vom Äußeren, sondern besaßen auch unterschiedliche Attribute in den Bereichen Beschleunigung, Handling oder maximale Geschwindigkeit. Waren Mario und Luigi die Allrounder, besaßen Donkey Kong Jr. und Bowser Kraft, was aber zu Lasten der Geschwindigkeit ging. Andersherum waren Toad und Koopa schneller, aber auch leichter, was dafür sorgte, dass man mit ihnen einfacher von der Strecke gedrängt werden konnte. So wurde die Wahl des Fahrers von einer taktischen Komponente begleitet, die fortan beibehalten werden sollte. Das Entwicklerteam teilte das Spiel in 4 verschiedene Cups, die mit jeweils 5 Strecken daherkamen und zudem in 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gespielt werden konnten: 50cc, 100cc und 150cc. Und wie das früher üblich war, standen die 20 Rennstrecken natürlich nicht von Anfang an zur Verfügung, sondern mussten erst einmal freigespielt werden. So konnte man zum Start nur 3 der 4 Cups auswählen und in 50 oder 100 cc fahren. Den 150 cc Schwierigkeitsgrad konnte man freischalten, wenn man alle Cups in 100 cc meisterte, was aber gar nicht so einfach war, und zusätzlich den Sternencup freischaltete. Um siegreich zu sein, musste man mindestens Vierter werden. Landete man auf Platz 5 oder schlechter, schied man aus und verlor ein Leben. Ja, Super Mario Kart bot Leben. Und waren diese verspielt, durfte man von vorne anfangen. Zumindest im Grand Prix, dem Herzstück des Spiels, den man entweder alleine oder mit einem Freund im Splitscreen angehen durfte. Darüber hinaus bot das Rennspiel noch einen Time-Trial-Modus, also das obligatorische Zeitfahren, und einen Multiplayer-Modus, der auf der Rückseite der Verpackung gleich als komplett eigenständiges Spiel beworben wurde. Hier ging es darum, die Ballons des Gegenspielers abzuschießen und dafür zu sorgen, dass dieser die eigenen 3 Ballons, die am Kart befestigt waren, nicht vorher kaputt schießt. Der Battle-Modus durfte in speziellen Arenen ausgetragen werden und war ein toller Bonus zu den normalen Rennen. Wobei, wirklich normal waren die Rennen in Super Mario Kart ja nicht. Zwar ging es auch hier darum, als Erster die Ziellinie zu erreichen, aber während des Rennens tobte das reinste Chaos, denn Nintendo ließ es sich nicht nehmen, die Rennspielformel mit speziellen Items aufzupeppen. So waren auf jeder Strecke Münzen und Fragezeichenboxen verteilt, die wir damals als Kinder, warum auch immer, Geschenke nannten. Fuhr man über eine dieser Boxen, wurde per Zufall ein Item ausgewählt, das man entweder zum Angriff oder zur Verteidigung nutzen konnte. Und die herumliegenden Münzen erhöhten zusätzlich die maximale Geschwindigkeit, sodass es von Vorteil war, diese ebenfalls aufzusammeln. Die Items selbst stammen ebenfalls alle aus dem Mario-Universum. Eine Banane, ein Bugeist, eine Münze, eine Feder, ein grüner Panzer, ein roter Panzer, ein Blitz, ein Pilz und ein Stern konnten in den Fragezeichenboxen gefunden werden. Die Banane sorgte dafür, dass Gegner ausrutschen konnten. Boo klaute Items anderer Fahrer. Die Münze erhöhte die eigene Geschwindigkeit, mit einer Feder konnte man geschickt über Hindernisse springen, ein grüner Panzer konnte in gerader Linie nach vorne geschossen werden, während ein roter Panzer ein zielsuchendes Geschoss war und so gut wie immer sein Ziel fand. Der Blitz schrumpfte alle Gegner, während der Pilz einen Geschwindigkeitsboost bescherte. Und der Stern sorgte dafür, dass man für einen kurzen Moment unverwundbar wurde und die Gegner sogar von der Piste pusten konnte, wenn man sie berührte. Der Einsatz der Items sorgte dafür, dass die Rennen dynamisch verliefen. Kein Rennen glich dem nächsten und Nintendo hatte Wert darauf gelegt, den Einsatz der Items auszubalancieren. Fuhr man an der Spitze, erhielt man meist Bananen oder Münzen, um sich vor heranrasenden Geschossen zu verteidigen, während einem Panzer Sterne oder Pilze geschenkt wurden, wenn man sich hinten befand und somit aufholen konnte. Und damit geübte Spieler trotzdem auf der Hut blieben, spendierten die Entwickler dem Spiel etwas, das die Reihe ebenfalls fortan begleiten sollte: Gummiband-KI. Vielleicht habt ihr den Ausdruck ja schon öfters gehört. Gummiband-KI kommt in Rennspielen öfters zum Einsatz und sorgt dafür, dass man den Gegnern nie wirklich davonfahren kann. Ist man an der Spitze, sind mindestens 2 bis 3 Fahrer einem immer auf den Fersen, und sollte man abfallen, sorgt die Gummiband-KI dafür, dass man die Gegner schnell wieder einholt. Super Mario Kart bot Gummiband-KI und zusätzlich noch diverse Spezialattacken, die jedoch nur von den computergesteuerten Fahrern getriggert werden konnten. So schoss Bowser Feuerbälle auf die Piste, während Donkey Kong Jr. Bananen verteilte oder Toad kleine Giftpilze hinterließ.
So wurden die Rennen nie langweilig und spätestens ab 100cc sogar recht anspruchsvoll, weshalb ich persönlich nie den letzten Schwierigkeitsgrad erreichte. Das lag damals aber auch daran, dass ich Super Mario Kart nicht oft und auch nicht sonderlich gerne gespielt hatte. Und das, obwohl das Spiel ja so eine wichtige Rolle in meinem Leben einnahm. Aber ich empfand die Gummiband-KI als zu nervig und ab den Cups in 100cc als zu unausgewogen. Daher war ich sehr gespannt drauf, wie mir Super Mario Kart heute, also nach all den Jahren, gefallen würde. Anstatt aber die Switch anzuschmeißen und es in der Super Nintendo Bibliothek zu spielen, griff ich zum Original und spielte das Spiel auf dem Super Nintendo und meinem Röhrenfernseher. Wie gesagt, ich wollte das gleiche Spielgefühl erzeugen wie damals. Und was soll ich sagen? Super Mario Kart ist ein klasse Spiel und zu Recht mit 8,76 Millionen verkauften Einheiten eins der am besten verkauften Super Nintendo Spiele aller Zeiten. Aber ich mag's immer noch nicht so wirklich und finde zudem, dass es sehr stark gealtert ist. Damit meine ich nicht einmal die Grafik, denn die ist weiterhin klasse. Aber mich stört es zum Beispiel sehr, dass im Singleplayer der Bildschirm weiterhin geteilt ist. Das Ganze ist ein Überbleibsel aus der Entwicklung des Spiels. Damals war es wie gesagt als Rennspiel mit Mehrspielerfokus geplant und Nintendo sah es nicht als notwendig an, die Bildschirmteilung im Singleplayer abzuschaffen. Man fährt weiterhin nur in der oberen Hälfte des Bildschirms, während unten das Renngeschehen aus einer Art Vogelperspektive dargestellt wird. Man sieht die Rennstrecke als Ganzes und die Position der 8 Fahrer, was ja ganz cool ist, aber mir hätte das Spielgeschehen auf dem gesamten Bildschirm und die Hinzunahme einer kleinen Karte am Bildschirmrand besser gefallen. Einige Quellen behaupten, dass das Entwicklerteam wohl keine Zeit mehr hatte, um die Bildschirmteilung im Singleplayer zu entfernen. Ob es aber daran lag oder man es einfach so belassen hat, da man davon ausging, dass das Spiel sowieso nur zu zweit gespielt werden würde, wissen wohl nur Shigeru Miyamoto und sein Team. Aber es ist nicht nur der permanente Splitscreen, der mich stört. Die Steuerung ist, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftig. Ich hatte permanent das Gefühl, dass ich auf Eis fahren würde. Man slidet die gesamte Zeit durch die Gegend, was das Lenken und präzise Kurvenverhalten sehr schwammig macht und damit unnötig den Schwierigkeitsgrad erhöht. Man kann sich daran gewöhnen, aber wenn man die neueren Mario Kart Spiele kennt und dann zu Super Mario Kart zurückgeht, sieht man erstmal kein Land mehr. Dazu kommt eine wirklich ätzende Kollisionsabfrage. Berührt man die Bande, bleibt das Kart ruckartig stehen und man muss erstmal wieder komplett beschleunigen, was dafür sorgt, dass die Gegner locker an einem vorbeiziehen, was echt nicht sein muss. Last but not least wiederholen sich leider viele der 20 Strecken. Es gibt zum Beispiel 3-mal Bowsers Schloss, 3 Geisterkurse und gleich 4-mal Marios Circuit. Und auch dieser Umstand soll wohl der knappen Entwicklungszeit geschuldet sein, aber ein wenig mehr Abwechslung wäre wirklich klasse gewesen. Zumal sich die anderen Kurse ebenfalls ähneln, seien es die Donut Plains, Choco Island oder Koopa Beach. Es gibt letztendlich nur 7 Umgebungen, die auf 20 Kurse gestreckt wurden, abgesehen von der Regenbogenstrecke im Sternencup. Selbst die Arenen im Battle-Modus basieren auf den genannten Umgebungen aus dem Grand Prix-Modus, was wirklich schade ist. Was die reine Qualität der 20 Strecken angeht, merkt man auch, dass Super Mario Kart noch in den Kinderschuhen steckte. Die 7 unterschiedlichen Settings geben den Strecken zwar optische Abwechslung, aber spielerisch sind sie alle relativ ähnlich. Ein paar Rampen, Löcher im Boden, Matsch, Sand, Wasser oder Schnee sorgen zwar dafür, dass man stets auf der Hut bleiben muss, aber dennoch gestalten sich die Strecken sehr flach und eindimensional, was sicherlich auch an der Hardware liegt und in späteren Teilen immens verbessert werden sollte. Und das alles sind im Grunde Dinge, die mir auch 30 Jahre später auf Dauer den Spielspaß dämpfen und ich Super Mario Kart schneller beiseite lege, als mir lieb ist. Von allen bisher erhältlichen Mario Kart Ablegern ist Super Mario Kart für mich daher auch der schlechteste, wobei ich ihm die Wichtigkeit nicht absprechen möchte, ganz im Gegenteil. Nintendo schuf damit ein gänzlich neues Subgenre im Rennspielbereich. Fortan sollte Mario Kart und alle Nachahmer als Fun Racer bezeichnet werden. Spaßige Arcade-Rennspiele, wo man in Karts durch unterschiedliche Kurse rast und sich mit Items bekämpft. Ohne Super Mario Kart hätte es Spiele wie Diddy Kong Racing oder Crash Team Racing nie gegeben. Zudem führte Super Mario Kart diverse Standards ein, die in folgenden Teilen weitergeführt wurden. Abgesehen von der Feder wurden alle Items Teil der Standardriege, ebenso wie die verfügbaren Charaktere. Wobei Super Mario Kart leider das einzige Spiel der Reihe blieb, wo Donkey Kong Jr. als spielbarer Charakter zur Auswahl stand.
Und selbst der Battle-Modus wurde bis zum heutigen Tag beibehalten. Alles Dinge, die Super Mario Kart eingeführt hatte und die das Spiel bis heute unvergessen machen. Es ist halt leider nur nicht sonderlich gut gealtert. Als Folge des ungeheuren Erfolgs fing Nintendo natürlich damit an, an einem Nachfolger zu arbeiten. Dieser sollte aber nicht mehr auf dem Super Nintendo erscheinen. Auf der hauseigenen Shoshinkai-Messe im Jahr 1995 wurde der Öffentlichkeit Mario Kart R präsentiert. Das Spiel war für die kommende Next-Gen-Konsole Nintendos in Entwicklung und sollte die 3D-Muskeln des Nintendo 64 spielen lassen. In dem kurzen Trailer, der zu Mario Kart R gezeigt wurde, konnten Fachbesucher die neue Grafik-Engine erkennen, sowie ein paar bekannte Gesichter wiedersehen. Neue Fahrer gab es aber auch zu sehen, wie etwa Kamek, einer von Bowsers Schergen, sollte im neuen Ableger mitfahren. Laut Shigeru Miyamoto war Mario Kart R zu diesem Zeitpunkt bereits zu 95% fertiggestellt, was ich aber nicht so recht glauben kann, denn sonst hätte man doch nicht einfach nur einen kurzen Trailer gezeigt, oder wie seht ihr das? Wie dem auch sei, es sollte noch mehr als ein Jahr dauern, bis Mario Kart R unter neuem Namen am 14. Dezember 1996 in Japan, Anfang 97 in den USA und im Juni 1997 letztendlich auch bei uns in Europa erschien. Dabei war Mario Kart 64, wie es nun hieß, nicht nur ein hervorragender Fun-Racer, sondern auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Jugend. Denn anders als mit Super Mario Kart, habe ich mit Mario Kart 64 sehr viel Zeit verbracht. Es war zusammen mit Yoshi's Story das Spiel, das ich zu meiner Nintendo 64 dazu bekam, als ich die Konsole 1998 endlich gegen mein SNES mit unzähligen Spielen eintauschte. Rückblickend betrachtet war das sicherlich kein allzu guter Tausch gewesen, aber das war meinem 10-jährigen Ich damals völlig egal, denn ich zählte mich endlich zu den glücklichen Besitzern des Nintendo 64. Ich erinnere mich bis heute daran, was für ein tolles Gefühl es war, die OVP in Händen zu halten, nachdem ich so viel über das Spiel in diversen Zeitschriften gelesen hatte. Anders als beim Vorgänger waren nun 4 der 8 spielbaren Charaktere zu sehen, aber das Bild strotzte nur so vor Action. Mario raste vorne davon, den Blick ernst nach hinten gerichtet, wo ihm Wario, Donkey Kong und Bowser auf den Fersen waren. Diesmal war das Bild auch nicht handgezeichnet, sondern ein 3D-Render, das den grafischen Stil des Spiels widerspiegeln sollte. Meiner Meinung nach gelang das dem Artwork sehr gut, auch wenn ich denke, dass das Boxart bei Super Mario Kart besser aussieht. Und Mario Kart 64 trug immens dazu bei, dass ich ein großer Fan der Konsole werden würde. Im Vergleich zum Vorgänger bot Mario Kart 64 viele Neuerungen. Das fing bei der Grafik an, die sich nun in schickem 3D präsentierte, wobei die Charaktere weiterhin als 2D-Sprites dargestellt wurden, was mir jedoch damals nicht wirklich auffiel, geschweige denn wichtig war. Eine der größten Neuerungen war der erweiterte Multiplayer. Das Nintendo 64 besaß 4 Controller-Ports, was bedeutete, dass Mario Kart 64 zu viert an einer Konsole gespielt werden konnte. Das allein raubte uns damals sehr viel Freizeit und wertvollen Schlaf. Mit 16 brandneuen Strecken bot das Spiel auf den ersten Blick zwar weniger Inhalt, aber die Kurse waren diesmal allesamt einzigartig in ihrem Design und Setting, was ein großes Plus war. Und oh Gott, wie genial die Strecken in Mario Kart 64 waren. Ich erinnere mich an keine einzige schlechte Strecke und selbst nachdem ich das Spiel für dieses Video wieder gespielt habe, muss ich ehrlich sagen, dass mir alle 16 Kurse sehr gefallen und ich mich schwer damit tue, meine Favoriten zu wählen. Die Anzahl der Battle Stages war zwar gleich geblieben, aber die 4 Arenen waren diesmal deutlich besser aufgebaut und erstreckten sich teilweise über mehrere Ebenen. Und da man den Ballonkampf nun zu viert im Splitscreen bestreiten konnte, war der Spielspaß ebenfalls deutlich höher als noch im Vorgänger. Ebenfalls gleich geblieben war die Anzahl der auswählbaren Charaktere, auch wenn es 2 Neubesetzungen gab. So wurden Donkey Kong Jr. und Koopa Troopa aus dem Vorgänger ersetzt. Statt Donkey Kong Jr. fuhr nun Donkey Kong mit und Koopa wurde durch Wario ersetzt, was ich übrigens total genial fand und meine komplette Jugend nur mit Wario unterwegs war. Kamek, der noch im Shoshinkai-Trailer gesichtet wurde, fiel ebenfalls der Schere zum Opfer. Die Gründe dafür sind mir leider nicht bekannt.
Was die Spielmodi anging, hielt sich Nintendo ebenfalls an den Vorgänger. Aber man konnte immerhin den Grand Prix-Modus, den Versus-Modus und den Battle-Modus zu viert bestreiten, was eine riesen Gaudi war. Ich liebte es, den Grand Prix-Modus mit einem Kumpel zu spielen, aber auch allein machte es deutlich mehr Spaß, da man nun auch den gesamten Bildbereich zur Verfügung stehen hatte. Eine kleine Änderung, die mir damals aber sehr viel bedeutet hatte. Eine weitere kleine Änderung war der Wegfall der Münzen, die in Super Mario Kart auf den Strecken verteilt waren und die maximale Geschwindigkeit erhöhten. Diese waren in Mario Kart 64 nicht mehr zu sehen und irgendwie vermisste sie auch keiner. An der Itemfront baute das Team um Shigeru Miyamoto neben diversen Neuzugängen auch die grundlegende Mechanik weiter aus. So gab es nun aus den bereits bekannten Items aus dem Vorgänger, abgesehen von der Feder und der Münze, noch 7 neue Gegenstände. Die Fake Item Box konnte auf der Piste platziert werden und katapultierte den Gegner in die Luft, während man mit der neuen Dreier-Kombo gleich 3 grüne oder rote Panzer erhielt, mit denen man die Gegner beschießen konnte. Gleich 3 Pilze konnte man ebenfalls bekommen, was natürlich dem Boost zugute kam. Ähnlich gestaltete es sich mit dem goldenen Pilz, der für eine kurze Zeit ununterbrochen genutzt werden konnte, um schnell aufzuholen. Bananen durften nun ebenfalls in der Mehrzahl aufgesammelt und auf der Piste verteilt werden, aber das mit Abstand wichtigste Item in Mario Kart 64 war der blaue Panzer. Als zielsuchendes Geschoss bahnte er sich den Weg zum Erstplatzierten und bombte ihn von der Piste. Der blaue Panzer war unaufhaltsam und sollte fortan in allen kommenden Mario Kart Spielen für frustreiche Wutausbrüche sorgen. Aber die neuen Items waren wie gesagt nicht alles. Nintendo erweiterte die Item-Nutzung um 2 wichtige Dinge. So konnten diverse Items hintern am Kart gehalten werden, wie etwa Bananen, die Fake-Item-Box oder einzelne rote und grüne Panzer. Das diente der Verteidigung, denn wenn ein Geschoss angerast kam, prallte es am gehaltenen Item ab, ebenso wie ein Gegner, der zu nahe kam. Hielt man das Item am Kart, leerte sich zudem der Item-Slot und man konnte ein neues Item aufsammeln, sodass man nun quasi 2 Items gleichzeitig mit sich führen konnte, was das Gameplay auf eine Art und Weise bereicherte, wie es der Vorgänger nie konnte. Die Itemschlacht suchte auf den neuen Strecken ihresgleichen und war ein absoluter Multiplayer-Garant. Nintendo hatte bei Mario Kart 64 alles richtig gemacht. Nun, naja, fast alles, denn mit einer kleinen Sache hatten die Entwickler wirklich übertrieben. Mario Kart 64 bietet eine unfassbar nervige Gummiband-KI. Ich wage sogar zu behaupten, dass es die schlimmste Art dieser Gummiband-KI in jedem bisher erhältlichen Mario Kart-Spiel ist. Während meiner Testphase habe ich es nochmal ganz deutlich gemerkt. 2 Gegner waren mir immer auf den Fersen, ganz gleich wie gut ich war. Die Rangeleien um die Spitze sind ein großer Teil von Mario Kart 64 und ich verstehe, wenn einige davon genervt sind. Damals fiel es mir gar nicht so ins Gewicht. Ich begrüßte die Herausforderung, aber nachdem ich Mario Kart 64 wieder ausführlich gespielt hatte, muss ich zugeben, dass es wirklich sehr stark nervt und euch jeden Skill raubt. Dem Spiel ist es egal, wie gut ihr es beherrscht. Die hartnäckige Gummiband-KI ist hier ein ständiger Begleiter. Das tat dem Spielspaß aber im Großen und Ganzen nicht sonderlich weh. Ich habe meine Zeit mit dem Spiel sehr genossen, auch weil die Nostalgie hier natürlich sehr groß war. Ich habe es natürlich originalgetreu auf dem Nintendo 64 gespielt und ganz egal, wie oft Nintendo uns ein Spiel noch anbieten möchte, ganz egal, auf welchen Systemen man es heute spielen kann, ich sage euch, nichts kickt besser, als ins Modul zu pusten, es in den Modulschacht zu stecken und den Schalter umzulegen. Man ist Kind, bevor das Titelbild auf dem Fernseher erscheint und spielt man Mario Kart 64 dann auf einem guten Röhrenfernseher, wird einem bewusst, wie gut es gealtert ist. Die Steuerung ist recht präzise und direkter als beim SNES Pendant. Das Driften klappt besser und die 16 Strecken sind eine absolute Wucht. Auch wenn ich zugeben muss, dass das Wario Stadion und die Regenbogenstrecke für meinen Geschmack zu lang geworden sind. Aber hey, es gibt zumindest Abkürzungen. Zu meinen absoluten Lieblingen gehören hier die Kalimari-Wüste, Sobeland, Yoshis Tal und die Case Dschungelpark. Und meistert man alle Cups auf allen 3 Klassen, wird ein neuer Modus freigeschaltet, wo die Strecken noch einmal spiegelverkehrt gefahren werden können, was natürlich für zusätzlichen Spielspaß sorgt und die Langzeitmotivation erhöht.
Im Battle-Modus wären Bots das Sahnehäubchen gewesen, aber sei es drum. Wer bei der krassen Gummiband-KI ein Auge zudrücken kann, bekommt hier eine zeitlose Multiplayer-Granate mit genialen Strecken, die auch heute noch absolut spielenswert sind. Über die gesamte Zeitspanne des Nintendo 64 hat sich Mario Kart 64 sage und schreibe 9,87 Millionen Mal verkauft, was für Nintendo endgültig ein Zeichen war, dass sie mit Mario Kart ein ganz heißes Eisen im Sortiment hatten und es definitiv mehr Ableger geben sollte, auch wenn ein Nachfolger auf dem Nintendo 64 nie zustande kommen sollte. Jetzt möchte ich über eins meiner absoluten Lieblings-GBA-Spiele sprechen, denn es sollte ein paar Jahre dauern, bis wir ein neues Mario Kart-Spiel bekommen sollten. Im Jahr 2000 kündigte Nintendo auf der Space World den Game Boy Advance an, einen waschechten Nachfolger des beliebten Game Boy. Und mit dem neuen Handheld wurde gleichzeitig ein neues Mario Kart angekündigt. Ein kurzer Trailer wurde gezeigt und die Info, dass es ein tragbares Mario Kart Spiel geben würde, begeisterte Presse sowie Fans zugleich. Ein Jahr später erschien Mario Kart Super Circuit dann endlich. Zuerst im Juli 2001 in Japan, im August dann in den USA und am 14. September bei uns in Europa. Werfen wir einen kurzen Blick aufs Cover. Diesmal ist Mario der einzige Charakter, der auf der Box zu sehen ist, was ich ein wenig langweilig finde. Der Hinweis, dass man Multiplayer-Sessions mit nur einem Modul starten kann, ist direkt vorne platziert. Dazu später mehr. Und ansonsten bietet das Boxart nicht mehr viel außer dem Schriftzug. Schade, aber für mich ist das eins der schwächeren Artworks in der Geschichte der Mario Kart-Spiele. Wobei, es gibt noch Schlimmeres, wie ihr nachher sehen werdet. Aber zurück zum Spiel selbst. Mario Kart Super Circuit war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. So wurde es nicht intern bei Nintendo entwickelt. Diesmal übernahmen Intelligent Systems die Arbeit an dem Fun Racer. Ein Studio, das bereits mit Fire Emblem und Paper Mario große Erfolge verzeichnen konnte und künftig mit Advance Wars und WarioWare brillieren würde. Das war das erste und einzige Mal, dass ein Hauptteil der Mario Kart-Reihe außerhalb von Nintendos eigenen Teams entwickelt wurde. Dabei besann sich Intelligent Systems auf die Stärken der beiden Vorgänger und kreierte ein Spiel, das Dinge aus Super Mario Kart und Mario Kart 64 miteinander verband. So glich es optisch dem SNES-Erstling, was gemessen an der Hardware nur logisch erschien, auch wenn die Figuren sehr den Fahrern aus Mario Kart 64 ähnelten, die ja ebenfalls 2D-Sprites waren. Diesmal durften 5 Cups A4 Strecken in 3 Schwierigkeitsgraden gefahren werden, was die Streckenanzahl wieder auf 20 anhob und auch die Qualität der Strecken konnte begeistern. Abgesehen von Bowsers Schloss gab es keine wirklichen Doppelungen und die Locations waren ebenfalls allesamt interessant genug, um Spieler bei der Stange zu halten. Neue Fahrer oder Items gab es bei Mario Kart Super Circuit aber nicht, was dem Spiel auch ein wenig Kritik einbrachte. Das Fahrerfeld glich dem aus dem Nintendo 64 Vorgänger und die Items waren ein Mix aus Mario Kart 64 und Super Mario Kart. Alle neuen Items waren vom N64 Vorgänger dabei und auch die Münzen feierten wieder ein Stell-Dich-Ein. Sie erhöhten erneut die maximale Geschwindigkeit, hatten aber noch einen anderen interessanten Zweck. Sammelte man während der Rennen eine bestimmte Anzahl Münzen, konnte man nach Abschluss aller Cups 20 weitere Strecken freischalten. Intelligent System ließ es sich nicht nehmen, zumindest eine kleine Neuerung einzubauen. Die 20 freischaltbaren Strecken stammten dabei alle aus dem SNES-Original und verdoppelten somit die Streckenanzahl auf 40. Somit war Mario Kart Super Circuit das erste Mario Kart-Spiel, das Retro-Strecken bot, auch wenn diese nur aus einem einzigen vorangegangenen Mario Kart-Spiel stammen. Einen Multiplayer-Modus bot das Spiel auch, und wer mehrere GBA-Systeme im Freundeskreis besaß, konnte den Mehrspieler sogar mit nur einem Modul starten, was jedoch nur ein begrenztes Spielvergnügen bescherte. Verband man die GBAs miteinander und startete den Multiplayer mit nur einem Modul, fuhren alle 4 Spieler als verschiedenfarbige Yoshis. Wer auf alle Modi zugreifen wollte, wie etwa die Rennen oder Ballonkämpfe, musste ein eigenes Spielmodul besitzen, aber zumindest waren Mehrspielerpartien nicht unmöglich. Die Presse war seinerzeit begeistert vom ersten tragbaren Mario Kart-Ableger und überschüttete das Spiel mit Höchstwertungen. Insgesamt konnte sich Super Circuit 5,91 Millionen Mal verkaufen, was zwar weniger war, als die beiden Vorgänger erreicht hatten, aber schließlich handelte es sich hier um eine tragbare Konsole und da zählte Mario Kart Super Circuit bis zum Ende der GBA-Ära zu einem der bestverkauften Game Boy Advance-Spiele.
Ich war damals einer der Käufer und auch heute noch spiele ich den Titel sehr, sehr gerne. Natürlich auch hier originalgetreu auf meinem GBA. Auf dem kleinen Display des Handhelds sieht das Spiel immer noch hervorragend aus und lässt sich auch sehr gut steuern. Und falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze hier für euch aufgenommen habe. Ich hätte zum einen natürlich den Gameboy Player an meinem GameCube nutzen können, um das Spiel zu spielen und Gameplay aufzunehmen. Aber wozu hat mein GBA denn ein Dock? Wie bei der Switch kann ich meinen GBA ins Dock stellen und die Spiele mit einem SNES-Controller spielen, was nicht nur bequem funktioniert, sondern es mir auch ermöglicht, Gameplay direkt vom GBA aufzunehmen. Klasse, was heute alles möglich ist. Und falls ihr euch fragt, wo ich diesen Mod hab machen lassen, das Modkit habe ich bei AliExpress bestellt. Eingebaut hat es mir der liebe Rixfix. Er moddet Konsolen und repariert diese auch. Seine Arbeit streamt er auf Twitch und ist sowieso ein absolut feiner Kerl. Schaut gerne mal bei ihm rein und falls ihr ein Problem mit einer Konsole habt oder ein System modden wollt, so ist Rixfix euer Mann. Grüße gehen raus. Aber ja, mir gefällt Mario Kart Super Circuit bis heute sehr gut. Die Steuerung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kommt hier schneller rein als zum Beispiel bei Super Mario Kart, wie ich finde. Wenn ihr mal selbst reinschauen wollt, dann könnt ihr das Spiel bequem auf der Nintendo Switch spielen, auch wenn ich finde, dass GBA-Spiele auf einem Game Boy Advance immer noch am besten aussehen, aber hey, jeder so wie er mag. Im gleichen Jahr, in dem Mario Kart für den GBA erschien, kündigte Nintendo ein neues Mario Kart für die nächste stationäre Konsole an. Aber es würde noch 2 Jahre dauern, bis Mario und Konsorten auf dem GameCube losrasen durften. 2001 war Mario Kart noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium und alles, was Nintendo zeigte, war ein 7-sekündiger Trailer, der Mario und Luigi darstellte, wie sie auf ihren Karts durch die Gegend fuhren. Als auf der E3 2003 Mario Kart Double Dash dann der Öffentlichkeit präsentiert wurde, staunten Fans und Presse nicht schlecht, denn das Spiel warf die bekannte Gameplay-Formel gleich in mehreren Bereichen über Bord. So war die große Neuerung, dass im neuesten Mario Kart-Ableger gleich 2 Fahrer pro Kart Platz nahmen. Ein Charakter setzte sich ans Steuer, während der andere hinten auf dem Kart stand und die Items benutzte. Der Clou war, dass die Figuren auf Knopfdruck getauscht werden konnten. Außerdem konnten 2 Spieler ein Kart steuern, wobei ein Spieler den Wagen steuerte und der zweite Spieler sich um die Items kümmerte. Aber die Überraschungen hörten hier nicht auf. Das Fahrerfeld wurde von 8 auf 20 Fahrer erweitert, die in Paaren auftraten, man jedoch seine beiden Charaktere völlig frei wählen konnte. Dabei waren unter anderem Diddy Kong, Birdo, Waluigi und andere bekannte Gesichter aus dem Mario-Universum dabei, die ihren ersten Auftritt in einem Mario Kart-Spiel feierten. Weitere Charaktere konnten nun durch das erfolgreiche Meistern der Cups freigespielt werden, wie etwa Toad und Toadette oder König Boo und die Piranha-Pflanze. Karts gab's auch neue, Double Dash nahm Abstand von den klassischen Go-Karts der Vorgänger und bot diverse neue Vehikel an, die sich im Aussehen und Attributen unterschieden. Neben neuen Charakteren konnte man zusätzlich auch neue Wagen freischalten, was den Wiederspielwert natürlich anhob und frischen Wind in die Reihe brachte. Auf 16 brandneuen Strecken kämpfte man sich erneut mit Hinzunahme von diversen Items aufs Siegertreppchen, wobei die Kurse noch abwechslungsreicher und ideenreicher waren als noch in Mario Kart 64. Es ging in Isla Delfino um die Wurst. Man fuhr auf einem Kreuzfahrtschiff, auf Donkey Kongs Insel, die eine riesige Kanone beherbergte, oder Wario's Colosseum, einer langen Strecke voller Kurven, Spiralen und Sprünge. Nicht zu vergessen die coole Dino-Strecke, die immer noch mein Liebling ist. Neue Items gab es im klassischen Sinne zwar nicht, aber auch hier enttäuschte Nintendo nicht, da sie dem Spiel charakterspezifische Items spendierten. So durften Mario und Luigi Feuerbälle verschießen, Diddy und Donkey riesige Bananen werfen oder Baby Mario und Baby Luigi einen Kettenhund loslassen. Die 3 grünen sowie roten Panzer waren diesmal nur Koopa und Paracoopa vorbehalten und so weiter. Die charakterspezifischen Items brachten eine neue strategische Tiefe mit sich, die bereits bei der Charakterauswahl begann, da sich die Fahrer natürlich auch weiterhin in ihren Eigenschaften unterschieden. Diesmal konnte man aber einen schweren Fahrer wie Wario mit einem leichten Fahrer wie Koopa kombinieren und somit beide Stärken ausspielen, was immens viel Spaß machte und bis heute einzigartig bleibt. Neben 2 Fahrern gleichzeitig durfte man nun auch 2 Items mit sich führen, denn Nintendo verdoppelte die Anzahl der Itemboxen, was ebenfalls für mehr Abwechslung, aber auch chaotischere Rennen sorgte.
Sogar die Driftmechanik wurde überarbeitet. Löste man in Mario Kart Double Dash einen Drift aus, um besser Kurven nehmen zu können, entstanden Funken unter dem Wagen, die beim Loslassen des Driftknopfs in einem Mini-Turbo endeten. Driftete man lange genug, änderte sich die Farbe der Funken, was in einem längeren Turbo ausartete. Die genannten Ergänzungen führten dazu, dass sich Mario Kart Double Dash erfrischend anders spielte, ohne dabei das bekannte Gameplay stark zu verändern. Die vier Cups durften wieder in drei Schwierigkeitsstufen angegangen werden und holte man genug goldene Pokale, wurde der spiegelverkehrte Modus freigeschaltet. Zusätzlich war es nun möglich, eine Meisterschaft zu bestreiten. Hier wurden alle 16 Strecken nacheinander gefahren, was so in keinem anderen Mario Kart Spiel gesehen war. Im Multiplayer-Bereich zog Nintendo ebenfalls neue Register. So wurde im Battle-Modus der Ballonkampf um zwei neue Spielmodi ergänzt, die zu viert gespielt werden konnten. Oder auch mit bis zu 16 Spielern, wenn man die nötige Anzahl Gamecubes und Fernseher parat hatte, denn Mario Kart Double Dash bot einen LAN-Modus. Verband man die Konsolen mit Hilfe eines entsprechenden Adapters, konnten 16 Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten, was den Spielspaß natürlich in neue Dimensionen hob. Leider konnte ich den LAN-Modus persönlich nie ausprobieren. Dafür fehlten uns damals A die Adapter und B die notwendige Anzahl an Gamecubes, aber ich stelle mir das total spaßig vor. Leider hatte es Nintendo verpasst, dem Spiel einen waschechten Online-Modus zu spendieren, was mit der größte Kritikpunkt war, als Mario Kart Double Dash im November 2003 weltweit erschien und von der Presse recht positiv aufgenommen wurde. Die Neuerungen wurden aber nicht von allen Fans gleich gut aufgenommen. Vielen missfiel die Möglichkeit, mit zwei Fahrern unterwegs zu sein, und auch die neuen Strecken fanden nicht überall Anklang, sodass Nintendo die ganzen Neuerungen, die sie mit dem Spiel einführten, gleich wieder einstampfen sollten und mit den kommenden Mario Kart Spielen wieder zu den Basics gehen sollten. Und das finde ich total schade. Beim erneuten Durchspielen von Mario Kart Double Dash wurde mir wieder einmal klar, wie gut das Spiel eigentlich ist. Lange Zeit war Double Dash mein liebstes Mario Kart Spiel und bis heute ist es definitiv ein einzigartiges Erlebnis, das so auf keiner anderen Nintendo-Konsole repliziert wurde. Ja, die Charaktermodelle sind nicht die besten und hätten sicherlich noch eine Menge mehr Polygone vertragen können. Dafür sind aber die Strecken in Double Dash über alle Zweifel erhaben und gefallen mir nochmal deutlich besser als zum Beispiel bei Mario Kart 64. Die Zwei-Fahrer-Mechanik ist immer noch große Klasse und die zwei Itemboxen bringen mehr Möglichkeiten mit sich, sich während der Rennen zu verteidigen oder auch auszuteilen. Außerdem finde ich, dass Double Dash eine ganz gute Gummiband-KI hat, die zwar immer noch eine echte Herausforderung darstellt, jedoch bei weitem nicht mehr so unfair programmiert wurde wie noch in den Vorgängern. Ich kann's auf jeden Fall jedem Mario Kart Fan wärmstens empfehlen, da es sich bis heute erfrischend anders spielt und meiner Meinung nach einige der besten Strecken der gesamten Mario Kart Reihe bietet. Vielleicht noch ein Wort zum Cover. Ich finde, das Boxart von Mario Kart Double Dash ist eine schöne Kombi aus den Artworks von Super Mario Kart und Mario Kart 64. Es zeigt einen Ausschnitt der Strecke und wir sehen nur 4 der 8 Karts, die im Rennen unterwegs sind. Das Ganze ist ein 3D-Render und verdeutlicht gut das Chaos, das auf der Strecke herrscht. Mario und Luigi sind erneut vorne, während Peach und Daisy ihnen nachjagen und Diddy mit Donkey einen Panzer in ihre Richtung schickt. Weiter hinten sind Yoshi und Birdo, die ins Straucheln kommen. Tolles Cover meiner Meinung nach, gefällt mir sehr gut und sollte für die nächsten drei Teile das Beste sein, was wir zu sehen bekommen. Insgesamt gingen 6,88 Millionen Einheiten über die Ladentheke, was weniger war als noch bei Mario Kart 64 und Super Mario Kart. Jedoch muss man auch bedenken, dass der GameCube allgemein weniger verkauft wurde. Stellt man den verkauften Mario Kart Spielern die gesamte Menge der verkauften GameCube-Konsole gegenüber, zählt Mario Kart Double Dash dennoch als Erfolg, da es das drittmeistverkaufte GameCube-Spiel war und zusätzlich das Ende einer Ära begründete. Mit dem nächsten Mario Kart Spiel sollte sich für Nintendo und die Mario Kart Reihe vieles ändern, aber zuerst machten Mario und seine Mitfahrer einen Ausflug in die Arcade-Hallen. Oh Mann, Mario Kart Arcade Grand Prix, wo fange ich da am besten an? Okay, einigen von euch ist vielleicht das Triforce Arcade Board bekannt, ein Arcade-Automat, der 2002 in Kooperation zwischen Nintendo, Sega und Namco entstanden ist und auf GameCube-Hardware basierte. Ziel war es, Spiele für Arcade-Hallen zu entwickeln, die sich dann leicht auf Nintendos Heimkonsole portieren ließen. Auch die Konnektivität zwischen Triforce Arcade und GameCube-Spielen war ein Thema, so wie beispielsweise bei F-Zero GX. Das Gegenstück F-Zero AX erschien seinerzeit
Gamepad auf dem Arcade-Automaten und erlaubte es euch, Daten zu tauschen, wenn ihr eine GameCube Memory Card in den Automaten stecktet. Auf dem Triforce Arcade Board erschienen aber viele andere Spiele, die meist von Namco oder Sega entwickelt wurden. So auch zwei Mario Kart Spiele, Arcade Grand Prix im Jahr 2005 und Arcade Grand Prix 2 im Jahr 2007. Insgesamt entwickelte Namco 4 Mario Kart Arcade Grand Prix Ableger, von denen ich mir 3 angeschaut habe, aber nur die ersten beiden wurden für das Triforce Arcade Board programmiert. Und da das Triforce Board, wie gesagt, auf GameCube-Hardware basierte, ist es möglich, einige Arcade-Spiele auf dem Dolphin-Emulator oder sogar auf der Wii bzw. Wii U zu spielen. In meinem Fall habe ich Mario Kart Arcade Grand Prix und die Nachfolger auf meiner Wii gespielt. Dank Nintendont war das kein Problem, wie ihr hier sehen könnt. Dabei wurde Mario Kart Arcade Grand Prix komplett von Namco entwickelt und von Nintendo nur lizenziert worden. Miyamoto und sein Team hatten keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Arcade-Spiels, was man an jeder Ecke des Spiels merkt. Damit sind die Arcade Grand Prix Titel kein Teil der Mario Kart Hauptreihe, aber ich entschloss mich dennoch, sie hier ins Video zu integrieren, da sie wirklich interessant und einen Blick wert sind. Im Kern handelt es sich immer noch um reine Kart Racer, aber der Aufbau der Spiele ist nun ein gänzlich anderer, aber lasst mich erklären. Zuerst wird man gefragt, ob man eine Mario-Karte nutzen möchte. Das war eine physische Karte, auf der man den Spielstand speichern konnte. Glücklicherweise emuliert Nintendont die Mario-Karte, weshalb ich die Option ebenfalls nutzen konnte. Dann geht's direkt mit der Charakterauswahl weiter. Hier stehen euch die 8 aus Mario Kart 64 bekannten Fahrer zur Verfügung, jeder mit den bekannten Stats. Jedoch hat es sich Namco nicht nehmen lassen, auch eigene Charaktere einzufügen, weshalb in Mario Kart Arcade Grand Prix auch Pac-Man, Mrs. Pac-Man und Blinky der Geist mitfahren. Eine nette Idee, wie ich finde, und das erste Mal, dass Figuren außerhalb des Mario-Universums Platz hinter dem Steuer nehmen. Nachdem man seinen Namen eingegeben hat, wird man gefragt, ob die Daten so stimmen. Hier fällt die Option Take Your Picture for Solo Play auf. Im Original bestand die Möglichkeit, sein Gesicht zu fotografieren, damit es während der Rennen angezeigt werden würde. So sollte man erkennen, wer welche Figur steuert. Das geht auf der Wii oder per Dolphin natürlich nicht mehr, aber wirklich vermisst habe ich das Feature eh nicht. Mit Grand Prix und Time Attack stehen euch nur zwei Spielmodi zur Verfügung. Der aus anderen Mario Kart Teilen bekannte Battle-Modus ist hier leider rausgeflogen, was durchaus zu beklagen ist, da ich denke, dass der Ballonkampf eigentlich prädestiniert für Arcade-Hallen ist. Aber gut. Im Grand Prix stehen euch 6 Cups mit je 4 Strecken zur Verfügung, was bedeutet, dass ihr euch auf 24 Strecken austoben könnt. Und das klingt ja erstmal sehr gut, oder? Nun, leider sind es die Strecken, an denen Mario Kart Arcade Grand Prix am meisten krankt, wie ihr gleich sehen werdet. Egal welchen Cup ihr auswählt, die erste und dritte Strecke sowie die zweite und vierte Strecke sind dabei identisch. Vielleicht ändert sich ein kleines Detail an der Strecke, ihr fahrt zum Beispiel nachts statt tagsüber, aber das Layout bleibt komplett identisch. Somit existieren quasi nur 2 Strecken pro Cup und da diese nicht ewig lang sind, wir reden ja immer noch von einem kurzweiligen Arcade-Spiel, besitzt Mario Kart Arcade Grand Prix somit nur 12 Strecken, die zudem auch noch recht kurz sind. Am schlimmsten ist aber, dass die Streckenlayouts recht simpel und damit leider langweilig sind. Es gibt 1 bis 2 Ausnahmen, wie die Strecken im Pac-Man Cup, aber im Grunde fahrt ihr hier nur im Kreis oder mal eine ovale Strecke ab. Und das ist super schade, da die Grafik auf den Kursen durchaus zu begeistern weiß. Vor allem die Kurse im Bowser Cup sind imposant gestaltet und versprühen tollen Mario-Charme. Aber es nützt leider alles nichts, wenn die Strecken langweilig und kurz sind und sich ständig auch noch wiederholen. Keine Ahnung, was sich Namco hierbei gedacht hat. Dabei ist der Rest des Spiels eigentlich ganz gut. Das Handling ist klasse, das Geschwindigkeitsgefühl stimmt und die 3 Schwierigkeitsgrade sind nun auf die jeweiligen Cups verteilt. Aber das coolste ist, dass es in Mario Kart Arcade Grand Prix über 100 Items gibt. Ja, ihr habt richtig gehört, über 100 Items. Und diese werden nach und nach freigeschaltet, indem ihr die Kurse im Grand Prix Modus siegreich abschließt. Und wer jetzt denkt, dass die Rennen mit über 100 Items im totalen Chaos ausarten, den kann ich beruhigen, denn dem ist nicht so. Aus dem breiten Itemkatalog müsst ihr euch nämlich vor jedem Rennen auf 3 Items beschränken. Es stehen 3 Itemplätze bereit und man kann sich aus Angriffs-, Verteidigungs- und Spezial-Items seine Favoriten aussuchen. Da aber vor allem anfangs nur wenige Items zur Verfügung stehen, seid ihr den Angriffen eurer Gegner machtlos ausgeliefert.
Schaltet man aber nach und nach mehr Items frei und stellt sich ein gutes Trio zusammen, kann das durchaus Spaß machen, da man hier nicht nur seine eigene Taktik beachten muss, sondern auch Items braucht, um den gegnerischen Angriffen so gut es geht entgehen zu können. Und es würde sicherlich den Rahmen sprengen, hier alle Items aufzuzählen, aber neben den bekannten Bananen, Pilzen oder Panzern gibt es Kugelfische, Gewitterwolken, Becken, viereckige Reifen, Wirbelstürme, Schutzschilde und vieles, vieles mehr. Einiges davon hätte ich durchaus mal gerne in den Hauptspielen gesehen, aber die meisten sind zwar nice to have, besitzen jedoch keine sonderlich außergewöhnlichen Angriffsmuster. Es geht halt einfach nur darum, die Gegner ins Taumeln zu bringen und sich selbst zu schützen. Mehr können die Items eigentlich nicht. Dennoch cool, dass sich Namco die Arbeit gemacht hat, über 100 Items zu kreieren. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass die Entwickler die Zeit eher für gute und mehr Strecken genutzt hätten. Die Driftmechanik ist ebenfalls anders umgesetzt worden. Anstatt einen Mini-Turbo zu erhalten wie in Double Dash, erzeugt der Drift nun einen Schutzschild und macht euch in Kurven für Angriffe der Gegner unverwundbar, was ich eigentlich ganz cool fand. Apropos Double Dash, um Ressourcen und wahrscheinlich auch Zeit zu sparen, hatte sich Namco an den Soundeffekten von Double Dash bedient, weshalb die Rennen und Charaktere sehr bekannt klingen, wenn man einmal darauf achtet. Schließt man einen Cup erfolgreich ab, muss man ein Minispiel siegreich bestehen, um den Cup tatsächlich beenden zu können. Diese sind ganz witzig gestaltet. Mal muss man rückwärts das Ziel erreichen oder eine bestimmte Anzahl Koopas mit dem Hammer treffen. Ob sich Nintendo von den Minispielen inspirieren ließ, als sie den Missionsmodus von Mario Kart DS entwickelten? Na, wer weiß, die Ähnlichkeiten sind jedoch nicht von der Hand zu weisen. Alles in allem hat mich Mario Kart Arcade Grand Prix ein wenig zwiegespalten zurückgelassen. Auf der einen Seite macht das Arcade-Rennspiel durchaus Spaß, sieht nett aus und hey, man kann mit Pac-Man und Blinky fahren. Auch die unzähligen Items sind cool und dass man diese erst freischalten muss, hat in mir einen gewissen Ehrgeiz ausgelöst. Aber die Strecken, die haben mich leider im Großen und Ganzen enttäuscht. Es gibt ein paar echt gute, wie die Kurse im Pac-Man Cup oder im Bowser Cup, aber warum Namco die Doppelungen eingebaut hat, erklärt sich mir nicht. Außerdem lässt das Streckendesign gehörig zu wünschen übrig, weshalb ich sagen muss, dass Mario Kart Arcade Grand Prix kein großes Must-Play ist. Wer die Chance hat, es auszuprobieren, sollte einen Blick riskieren. Alle anderen brauchen aber nicht traurig sein, dass Namco das Spiel nie auf den GameCube portiert hat. Wir haben nicht allzu viel verpasst. Nachdem Mario Kart Arcade Grand Prix im Oktober 2005 in den Arcade-Hallen startete, mussten sich Nintendo-Fans nur einen Monat gedulden, denn im November 2005 ging bereits der nächste Hauptteil an den Start, diesmal wieder auf einem tragbaren Nintendo-System. 2004 kündigte Nintendo ein neues Mario Kart Spiel für den Nintendo DS an. Das Rennspiel sollte die Möglichkeiten des DS voll außen nutzen und von den beiden Bildschirmen Gebrauch machen. Während das Renngeschehen auf dem oberen Bildschirm dargestellt wurde, erhielt man auf dem unteren Display diverse Informationen wie die Platzierungen der Gegner oder einen Ausschnitt der Rennstrecke inklusive Gegnerposition. Tippte man den unteren Bildschirm an, konnte man die gesamte Strecke von einer Vogelperspektive aus erkennen, was ebenfalls der Übersicht diente. Diesmal wurde der zweite tragbare Ableger wieder intern bei Nintendo entwickelt und sollte die Mario Kart-Reihe in ungeahnte Höhen katapultieren, was aber auch mit dem immensen Erfolg des Nintendo DS zusammenhing. Aufgrund der hohen Beliebtheit des DS verkaufte sich Mario Kart DS ausgesprochen gut und erreichte über die gesamte Lebensspanne sagenhafte 23,6 Millionen verkaufte Einheiten. Dabei kehrte Nintendo spielerisch wieder zu den Wurzeln zurück. Es nahm wieder nur ein Charakter im Kart Platz und die zweite Itembox ward auch nicht mehr gesehen, was ich damals extrem schade fand. Zumindest behielt man die Idee der verschiedenen Karts bei. Ähnlich wie in Double Dash standen jedem Charakter von Anfang an zwei Karts zur Verfügung. Ein drittes Vehikel konnte freigeschaltet werden, was die Anzahl der verfügbaren Wagen auf 36 erhöhte. Aber Mario Kart DS brachte einige Dinge mit, die dem Spiel und der gesamten Reihe sehr gut taten.
konnten. So war Mario Kart DS onlinefähig, was 2005 ein großer Deal für ein Nintendo-Spiel war, noch zudem für ein tragbares Mario Kart. Dank der Nintendo Wi-Fi Connection war es möglich, Rennen online auszutragen, was den Wiederspielwert des Spiels in ungeahnte Höhen schoss und von Fans und Presse gelobt wurde. Neben den 8 bekannten Gesichtern, die man bereits in Mario Kart 64 steuern durfte, gesellten sich diesmal nur 4 weitere Charaktere hinzu, die man erstmal freischalten musste. Daisy, Knochentrocken, Waluigi und Rob. Vor allem letzterer war eine coole Ergänzung, die man so in einem Mario Kart Spiel nicht unbedingt erwartet hätte. Leider war Mario Kart DS der einzige Teil, in dem man Rob auswählen konnte. Aber mal gucken, was die letzte Welle bei Mario Kart 8 Deluxe so mit sich bringt. Neben 4 neuen Charakteren bot das Spiel nur 2 neue Items, was zugegeben recht dünn war, zumal auch die charakterspezifischen Angriffe des Vorgängers der Schere zum Opfer gefallen waren. Die neuen Items waren Kugelwilli und Blooper. Beim ersteren verwandelte man sich in einen Kugelwilli und schoss nach vorne, ohne Rücksicht auf die Gegner, die einem in der Flugbahn im Weg waren. Blooper dagegen war ein Angriff auf das gesamte Gegnerfeld. Aktivierte man den Tintenfisch, spuckte er Tinte ins Sichtfeld der Gegner und erschwerte somit das Fahren. Ich persönlich empfand Blooper damals bereits als recht sinnfrei, da ich immer noch genug Sichtfeld hatte, um mich auf der Strecke zurechtzufinden. Ein wirkliches Hindernis war die versprühte Tinte in meinen Augen nie. Und bis heute finde ich den Tintenfisch eher nervig. Kugelwilli dagegen, der seit Mario Kart DS fester Bestandteil des Itemsortiments wurde, mag ich ganz gern. Er ist wie ein Superpilz mit dem Unterschied, dass man zusätzlich Gegner wegkrempeln kann. Den wohl größten Zuwachs gab es aber weder bei den Charakteren noch bei den Items, sondern bei den Strecken. Mario Kart DS bot 16 brandneue Strecken, die zum großen Teil sehr gelungen waren. Zusätzlich standen aber 16 weitere Retro-Strecken zur Verfügung, die allesamt aus den 4 Vorgängern stammten und grafisch an die DS-Fassung angepasst wurden, was ich damals großartig fand. Die Retro-Strecken sollten fortan ebenfalls ein fester Bestandteil aller kommenden Mario Kart-Teile werden und waren eine konsequente Weiterentwicklung der integrierten Retro-Strecken aus Mario Kart Super Circuit. Aber das war immer noch nicht alles, was Mario Kart DS zu bieten hatte. Neben einem neuen Modus im Battle-Modus, der zusätzlich zum Ballonkampf zur Verfügung stand, bot das Spiel einen Missionsmodus für Solospieler, der sehr großen Anklang fand und ich daher auch bis heute nicht nachvollziehen kann, warum Mario Kart DS das einzige Mario Kart-Spiel ist, das solch einen Modus anbot. Im Missionsmodus musste man diverse kleine Aufgaben erfüllen, wie etwa das Rammen von Fischen mit einem Stern, das Passieren diverser Tore oder das Erreichen der Ziellinie in einer bestimmten Zeitspanne. Am Ende eines Kapitels wartete ein großer Boss, der besiegt werden sollte, ehe sich ein neues Missionskapitel öffnete. Natürlich wurden die Aufgaben mit zunehmender Spielzeit immer schwieriger, sorgten aber auch dafür, dass man immer besser im Spiel wurde und auch die neue Powerslide-Mechanik verinnerlichte, die ich persönlich nicht wirklich gemocht habe und auch beim wiederholten Spielen von Mario Kart DS immer noch Kacke finde. Während eines Drifts muss man mit dem Steuerkreuz abwechselnd nach links und rechts drücken, damit das Kart Funken sprüht. Je länger man den Powerslide ausführt, umso stärker wird der Miniturbo, den man nach dem Loslassen der R-Schultertaste erhält. Als jemand, der damals viel Mario Kart Double Dash gespielt hatte, war mir die neue Driftmechanik in Mario Kart DS mehr als gewöhnungsbedürftig und vom andauernden Links-Rechts-Gedrücke auf dem Steuerkreuz des DS tat mir irgendwann der Daumen weh. Leider war man aber gezwungen, sich den Powerslide einzuverleiben, wenn man online nur die geringste Chance gegen seine Gegner haben wollte. Geübte Spieler nutzten nämlich den Powerslide aus, um sich einen Mini-Turbo nach dem anderen zu verschaffen und so allen davon zu fahren. Aus diesem Grund habe ich Mario Kart DS auch nie lange online gespielt. Ich mag aber die Fahrer, die Strecken und auch den Missionsmodus sehr, sodass mir das Spiel auch heute noch viel Spaß bereitet hat. Nur das Powersliden will mich einfach nicht begeistern, auch heute nicht. Und das, obwohl die Slides mit dem Analogpad des New Nintendo 3DS deutlich besser von der Hand gehen als mit dem DS. Ich habe Mario Kart DS für das Video nämlich auf dem New 3DS XL gespielt, was es mir auch erlaubt hat, das Gameplay hier aufzuzeichnen. Seit neuestem bin ich nämlich Besitzer einer internen 3DS Capture Card, die mir ebenfalls der liebe Rixfix in den New 3DS XL eingebaut hat. Einen Link zur Capture Card lasse ich euch mal in der Videobeschreibung da. Sie ist zwar nicht billig, aber es lohnt sich, wie ich finde.
Wie dem auch sei, Mario Kart DS war ein absoluter Hit und bot dank 32 Strecken, dem Missionsmodus und auch wegen dem Online-Modus unzählige Stunden Spielspaß. Für viele war es das bisher beste Mario Kart Spiel, wobei ich damals wie heute Double Dash immer noch besser finde. Apropos besser finden, schaut euch mal das Cover von Mario Kart DS an. Gibt es etwas sterileres und langweiliges als Mario vor weißem Hintergrund? Kommt schon, das sah doch das Cover von Mario Kart Super Circuit um Welten besser aus. Ich weiß ja nicht, was Nintendo sich dabei gedacht hat. Das Cover spricht mich überhaupt nicht an und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie mit dem sterilen Design moderner wirken wollten, um eine größere Zielgruppe anzusprechen. Denn dieses Art-Design auf der Box sollte sich noch über die Wii und den 3DS ziehen, aber dazu gleich mehr. Bevor Mario Kart aber auf der Wii so richtig durchstarten konnte und der Serie noch mehr Erfolg bescheren sollte, müssen wir einen weiteren Abstecher in die Arcade-Hallen machen, denn 2007 erschien dort Mario Kart Arcade Grand Prix 2. Aber keine Sorge, ich werde mich beim zweiten Arcade-Ableger kürzer halten, da Namco hier keinen wirklichen Nachfolger produziert hatte, sondern eher eine erweiterte Fassung des ersten Arcade Grand Prix. Der Aufbau des Spiels ist identisch zum Vorgänger. Erneut benötigt man eine Mario-Karte, bevor man sich einen neuen Fahrer auswählt und 8 Cups fahren kann, die mit jeweils 4 Strecken daherkommen. Und ihr ahnt es vielleicht schon, aber erneut gleichen sich die erste und dritte sowie die zweite und vierte Strecke eines jeden Cups. Mehr noch, von den 8 Cups sind nur 2 wirklich neu, der Waluigi Cup und der Yoshi Cup. Die restlichen Cups stammen allesamt aus dem Vorgänger. Im Grunde bedeutet das, dass Mario Kart Arcade Grand Prix 2 nur 2 Cups mit gerade einmal 4 neuen Strecken bietet. Und das Fahrerfeld ist nur minimal erweitert worden. Neben den 11 bekannten Charakteren aus dem ersten Arcade Grand Prix stehen euch mit Waluigi und Mamechi aus dem Tamagotchi-Universum nur 2 neue Fahrer zur Auswahl, was leider recht dünn ist, wenn man die Entwicklungszeit von 2 Jahren bedenkt. Zumindest gibt es mehr Items, denn zu den über 100 bekannten Items des Vorgängers gesellten sich ein paar neue Gegenstände dazu, sowie charakterspezifische Items, wie wir sie bei Double Dash gesehen hatten. Und dennoch, ich war enttäuscht, als ich Mario Kart Arcade Grand Prix 2 gespielt habe. Erwartet hatte ich ein Spiel, das auf den Stärken des Vorgängers aufbaut und die Schwächen ausmerzt, aber Namco hat hier irgendwie gar nichts getan. Vor allem die Doppelungen der Strecken kann ich mir wirklich nicht erklären. Das war das Schlimmste am Vorgänger und hier ist es einfach genauso. Mario Kart Arcade Grand Prix 2 macht den Vorgänger komplett obsolet. Das gesamte erste Spiel ist hier enthalten und die Neuerungen sucht man mit der Lupe. Schade. Da sind wir von Namco deutlich Besseres gewohnt. Zumindest sind die Strecken im Waluigi und Yoshi Cup ganz cool, auch wenn das Streckendesign erneut sehr zu wünschen übrig lässt. Daher gilt auch hier, wer die Möglichkeit besitzt, sich das Spiel anzuschauen, kann das gerne tun. Es läuft hervorragend auf der Wii oder der Wii U. Alle anderen haben aber auch hier nichts verpasst. 2007 war aber auch das Jahr, als Nintendo auf der E3 die Bombe platzen ließ und Mario Kart für die Nintendo Wii ankündigte. Ein Jahr später erschien der Fun Racer für Nintendos neue Konsole und stellte neue Rekorde auf. Dabei war die Erfolgsformel aber nur leicht angepasst worden. Es gab deutlich mehr Fahrer, erneut 16 Retro-Strecken zu den 16 brandneuen Kursen, den vom DS-Ableger bekannten Online-Modus und diverse Steuerungsmöglichkeiten, die dafür sorgten, dass Mario Kart Wii wie kein anderer Teil zuvor einer breiten Masse an Wii-Besitzern zugänglich gemacht wurde. Was die Fahrerriege anging, verdoppelte Nintendo die Anzahl vom DS-Vorgänger. Waren bei Mario Kart DS 12 Fahrer anwählbar, konnten nun 24 Charaktere ausgewählt werden, darunter Neulinge wie Knochen Bowser oder Funky Kong. Einige der Figuren mussten jedoch freigespielt werden, indem man die Cups im Grand Prix-Modus erfolgreich abschloss. Um das zu tun, konnte man zur quergehaltenen Wiimote greifen und das Kart via Bewegungssteuerung navigieren. Nintendo bewarb das als bevorzugte Steuerungsmöglichkeit und bot Mario Kart Wii sogar im Bundle mit einem Plastiklenkrad an, in das man die Wiimote klemmen konnte. Ich habe das Bundle sogar hier, wobei ich das Lenkrad noch nie ausgepackt habe. Ein Freund der Bewegungssteuerung war ich noch nie, aber glücklicherweise konnte ich aus anderen Möglichkeiten wählen. So konnte man die Karts mit der Kombi aus Wiimote und Nunchuck steuern, oder man griff zum Wii Classic oder GameCube Controller, was meine persönliche Präferenz war. Schließlich war damals Mario Kart Double Dash immer noch mein liebster Teil. Aber ich feiere bis heute, dass Nintendo uns die Wahl gelassen hat. Sie hätten die Motion-Steuerung per quergehaltener Wiimote auch zum Standard machen können, was sicherlich nicht allen geschmeckt hätte. Apropos nicht schmecken. Ich fand die Grafik damals
damals bereits furchtbar. Mario Kart Wii besitzt einen ganz komischen, verwaschenen Look und ich habe beim Spielen immer das Gefühl, dass hier ein seltsamer Schmierfilter drüber gelegt wurde, um die schwache 3D-Grafik zu verbergen. Waren die Charaktermodelle bei Double Dash schon nicht so gut, wirken sie bei Mario Kart Wii wie höher aufgelöste N64-Modelle, sehr blockig und detailarm, wenn ihr mich fragt. Zum Glück kann man dank Homebrew diesen Schmierfilter und den verwaschenen Look der Grafik aufheben, was ich beim Spielen auch gemacht habe. Daher sieht Mario Kart Wii bei mir wahrscheinlich deutlich besser aus, als ihr es in Erinnerung habt. Aber so kann ich es zumindest ertragen. Wirklich lange ertragen habe ich Mario Kart Wii aber nie. Es gehört für mich persönlich zu den schlechteren Ablegern. Ich finde nur noch Super Mario Kart wirklich schlechter, weil es so arg gealtert ist. Bei Mario Kart Wii liegt meine Abneigung aber an den unausbalancierten Items. Meiner Meinung nach hat das eigene Können bei Mario Kart Wii nichts zu melden. Man wird einfach mit Items zugeschmissen, was für mich auf Dauer jeglichen Spielspaß killt. Zumal diesmal 12 Fahrer unterwegs sind statt der bisherigen 8 und wenn diese ihre Items wie am Fließband abschießen, kratzt das doch sehr an der Motivation. Und die neuen Bikes mochte ich damals auch schon nicht so wirklich. Dabei war es für mich eine Qual, die Cups auf 100cc zu fahren, weil hier Bikes Pflicht waren und man nicht mit Karts fahren konnte. Zumindest gibt es bei den Motorrädern und Wagen wieder verschiedene Modelle und Klassen, was das Spiel ein wenig strategisch macht, auch wenn es bei den unausbalancierten Items wenig Einfluss auf euren Erfolg hat. Die neuen Strecken gefallen mir dagegen deutlich besser als noch bei Mario Kart DS, wobei Blätterwald mein persönliches Highlight ist. Die Pilzschlucht, Varios Mine, Koopa Cap oder die Regenbogenstrecke gefallen mir auch noch sehr gut. Andere Strecken wie die Kokospromenade oder Toads Fabrik, die bei anderen hoch im Kurs stehen, mag ich dagegen weniger gerne. Trotz meiner harschen Kritik erinnere ich mich aber gerne daran, wie ich Mario Kart Wii mit Freunden online gegen andere gespielt habe. Das Matchmaking lief gut und die Rennen spielten sich flüssig, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht trügt. Nun zumindest bis die Cheater aufgetaucht sind. Ich weiß noch, dass uns irgendwann der Spaß verging, da nur noch Cheater unterwegs waren, die mit Dauerboosts und Itemgespamme jeglichen Spielspaß killten. Danach habe ich Mario Kart Wii lange nicht mehr angefasst und für dieses Video erst wieder gespielt. Natürlich auf meiner Wii. Und ich bleibe dabei. Ich mag den Wii-Ableger immer noch nicht wirklich, auch wenn das Spiel dank Homebrew-Modifikation endlich recht ansehnlich wirkt. Aber die Items gehen hier echt gar nicht. Dabei stellte Mario Kart Wii drei neue Items vor. Den Powerpilz, der euch größer macht, der Powblock, den ich bis heute super nervig finde und die Blitzwolke, die ebenfalls recht sinnfrei ist und eher nervt. Also ihr merkt schon, ich bin nicht der größte Fan des Spiels, aber ich bin auch in der Minderheit, denn bei der Allgemeinheit erfreut sich Mario Kart Wii großer Beliebtheit. Was man auch in den Verkaufszahlen sehen kann, Mario Kart Wii ging 37,38 Millionen Mal über die Ladenticker, was unfassbare Zahlen sind. Mit dem Wii-Ableger war Mario Kart endgültig im Spiele Olymp angekommen, wobei man auch sagen muss, dass sich die Wii wie geschnitten Brot verkauft hat. Selbst im Guinness Buch der Weltrekorde steht Mario Kart Wii als das bestverkaufte Rennspiel aller Zeiten drin. Irgendwas muss das Spiel also bieten, was ich in ihm nicht sehe. Naja, Nintendo behielt den Kurs, den sie mit Mario Kart DS eingeschlagen hatten, auf der Wii bei, was sich auch im Boxart widerspiegelt. Mario und Luigi sind erneut zu sehen, jedoch ohne die anderen Fahrer und auch ohne ihre Fahrzeuge. Nur die Wii-Link-Räder in Händen. Und selbst im Hintergrund ist das Lenkrad inklusive quergehaltener Wiimote abgebildet. Den tristen weißen Hintergrund wie beim DS-Ableger gibt's obendrauf. Puh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hier ist das mit Abstand hässlichste Cover eines Mario Kart Spiels. Mit Abstand. Während der Entwicklung von Mario Kart Wii kamen Nintendo diverse Ideen, die es aber nicht mehr ins Spiel geschafft hatten. So spielten die Entwickler mit dem Gedanken, die Karts mit Gleitschirmen auszustatten, damit man diese beim Sprung ausfahren und weite Strecken gleiten konnte. Auch die Idee, Strecken unter Wasser zu führen, kam während der Entwicklung von Mario Kart Wii. Beide Ideen wurden wieder aufgerollt, als das Team 2010 die Entwicklung an einem neuen Teil begann, der wieder für ein tragbares System erscheinen sollte, den Nintendo 3DS. Zur Zeit der Vorstellung des Handhelds und des neuen Mario Karts arbeitete Nintendo hart an der Fertigstellung von Nintendogs and Cats, weshalb nur 8 Personen am neuen Mario Kart werkelten. Als dann Produzent Hideki Kano mehr Leute für das Projekt brauchte, bekam er aber keine Mitarbeiter, weil sie an anderen Projekten wie etwa Zelda Skyward Sword gearbeitet hatten. So beschloss er bei den Retro Studios anzufragen, die zu dem Zeitpunkt ihre Arbeit an Donkey Kong Country Returns erfolgreich beendet hatten.
Mario Kart 7, wie es offiziell heißen sollte, wurde fortan in einer Zusammenarbeit von Nintendo und den Retro Studios entwickelt, die sich die Chance natürlich nicht entgehen ließen. Dabei waren die Amerikaner aber vornehmlich für die Retro-Strecken verantwortlich, während das kleine Team bei Nintendo sich um den Rest kümmerte. 2011 war es dann soweit und Mario Kart 7 stand im Dezember des Jahres weltweit in den Händlerregalen. Nintendo hatte beide Ideen umgesetzt, die ihnen vor Jahren gekommen waren. In Mario Kart 7 durfte man mit Gleitschirmen durch die Luft segeln und dank ausfahrbarem Propellerantrieb auch unter Wasser fahren, was zugegeben keine große Revolution darstellte, die Gameplay-Formel aber dennoch auflockerte und seitdem zum Standard in Mario Kart-Spielen werden würde. Die Fahrerriege wurde im Vergleich zu Mario Kart Wii etwas gekürzt. Statt 24 Charakteren standen nun 17 Fahrer zur Auswahl, wobei auch hier wieder Figuren erst freigeschaltet werden mussten. Mit der Bienenkönigin aus Super Mario Galaxy und Wiggler waren gleich zwei der kurioseren Charaktere aus dem Super Mario Universum dabei, was ich bis heute sehr feier und mich dementsprechend auch sehr gefreut habe, Wiggler als Fahrer in Mario Kart 8 Deluxe wiederzusehen. Ansonsten wurde hier die bekannte Formel ausgespielt. Es gab erneut 16 neue und 16 Retro-Strecken, einen Battle-Modus, Online-Multiplayer und drei neue Items, die aber wie bei Mario Kart Wii nicht der Rede wert waren. Mit der Feuerblume konnte man für eine kurze Zeit Feuerbälle schießen, während das Blatt einen Waschbärschwanz beschwörte, mit dem man Gegner und anrasende Items ausschalten konnte. Zuletzt gab es noch die Lucky 7, ein Item, das 7 verschiedene Items erschienen ließ, die dann nacheinander eingesetzt werden konnten. Die Lucky 7 erhielt man meist, wenn man weit hinten abgeschlagen war, da man so schnell wieder aufholen konnte. Ich persönlich empfand die neuen Items damals schon nicht so gelungen und denke bis heute, dass Nintendo hier Besseres hätte anbieten können. Generell war ich damals kein großer Freund des Spiels, wobei ich nicht mehr genau sagen kann, woran das lag. Ich denke, ich war so enttäuscht von Mario Kart Wii, dass ich den Nachfolger erst einmal links liegen ließ. Selbst das Cover ging damals in eine ähnliche Richtung wie auf der Wii, was mir wohl den Anstoß gab, das Spiel nicht zu spielen. Das Boxart zeigt zwar wieder mehrere Charaktere, die auf einer Piste unterwegs sind, aber der weiße Hintergrund erweckte bei mir dieselben Gefühle wie bereits Mario Kart DS und Wii, die ich beide nicht sonderlich mochte. Nachdem ich Mario Kart 7 für dieses Video nun ausgiebig gespielt habe, muss ich jedoch gestehen, dass ich damals falsch lag. Mario Kart 7 ist super und deutlich besser als die beiden Vorgänger. Man merkt hier gut, dass die Reihe sich weiterentwickelte, sei es in Sachen Handling, Item Balance oder Präsentation. Wer viel Mario Kart 8 Deluxe spielt, wird hier einiges wiedererkennen. Mario Kart 7 fühlt sich sehr nach Mario Kart 8 an, was ich durchaus positiv finde. Auch die Strecken gefallen mir sehr gut. Für mich sind diese schon fast auf Double Dash Niveau und auch die Retro Studios haben einen fantastischen Job gemacht. Die Charaktere und Items sind endlich wieder ausbalancierter und das Zusammenstellen des Karts ist in Mario Kart 7 zum ersten Mal eingeführt worden. Wobei es noch nicht so viel zur Auswahl gibt, wie es bei Mario Kart 8 werden würde. Dennoch, Mario Kart 7 ist ein durch und durch gelungenes Spiel, das ich für mich zu spät entdeckt habe, dafür aber heute noch sehr viel Spaß mit habe, selbst der 3D-Effekt weiß zu gefallen. Alles in allem verzeichnete Nintendo mit dem siebten Ableger der Hauptreihe einen weiteren Hit, auch wenn das Spiel nicht an die Verkaufszahlen der beiden Vorgänger herankam. Insgesamt ging Mario Kart 7 18,88 Millionen Mal über die Ladentheke, was es bis heute zum bestverkauften 3DS-Spiel macht. In meinen Augen völlig zu Recht. 2 Jahre nach Mario Kart 7 veröffentlichte Bandai Namco das dritte Mario Kart-Spiel in den Arcade-Hallen. Als Mario Kart Arcade Grand Prix DX bekannt, lief es diesmal auf einem stärkeren Arcade-Board, dem Namco System ES3, und bot im Vergleich zu den beiden Vorgängern auch endlich mal ein wenig Neues, auch wenn ein altes Laster immer noch da war. Ich selbst habe Mario Kart Arcade Grand Prix DX auf dem Tecno Parrot Emulator gespielt, was ganz gut funktioniert hat, sobald alles richtig konfiguriert war. Und ja, vor allem grafisch merkt man dem Spiel die stärkere Hardware definitiv an. Die Texturen sind knackig, die Farben kräftig und es läuft angenehm flüssig. Dabei orientierte sich Bandai Namco spielerisch an Mario Kart 7, denn auch hier kann man mit dem Gleitschirm durch die Lüfte gleiten, was aber nicht so dynamisch vonstatten geht wie auf dem 3DS, da man hier das Kart nur nach links und rechts neigen kann. Passagen unter Wasser gibt es auch, aber diese sind spärlich gesät und kaum der Rede wert.
Ansonsten standen mir in meiner Fassung 13 Charaktere zur Verfügung, inklusive gleich 5 neuen Gesichtern. Baby Mario und Baby Peach, Don Chan aus der Taiko no Tatsujin-Reihe, Rosalina aus Mario Galaxy und Metal Mario. Ich betone das extra, weil ich gelesen habe, dass Bandai Namco das Spiel konstant mit Online-Updates versorgt hatte und so auch neue Charaktere und Modi nachlieferte. Was die Modi angeht, standen mir 3 zur Auswahl: Grand Prix, Time Trail und National Match, was ich ganz interessant fand, aber dazu gleich mehr. Startet man mit dem Grand Prix, wird man auf die Auswahl des Schwierigkeitsgrads geleitet. Hier sind 50cc und 100cc bereits freigeschaltet, während 150cc und der spiegelverkehrte 150cc Modus erst freigespielt werden wollen. 5 Cups mit je 4 Strecken stehen zur Auswahl und auch wenn es diesmal komplett neue Strecken sind, die von Bandai Namco entwickelt wurden, haben sie schon wieder die Strecken in den einzelnen Cups gedoppelt. Genau wie bei den beiden Vorgängern. Ich kapiere das nicht. Zumindest sind die Kurse in Sachen Layout, Streckendesign und Abwechslung um ein Vielfaches besser als bei Arcade Grand Prix 1 und 2, wie ihr hier sicherlich am Gameplay seht. Meine Highlights sind auf jeden Fall der Taito no Tatsujin und Bowser Jr. Cup. Was die Items angeht, so wurden die charakterspezifischen Items aus dem Vorgänger gestrichen und man stellt sich erneut aus über 100 Items 3 zusammen, um sich zu verteidigen oder angreifen zu können. Und auch hier müssen Items erst mit und mit freigespielt werden, was ich erneut ganz cool finde, auch wenn es passieren kann, dass man anfangs unterlegen ist, da einem die passenden Items fehlen. Trotz der doppelten Strecken macht Mario Kart Arcade Grand Prix DX aber mächtig Spaß und ist bisher der beste Teil der Reihe, wie ich finde. Die Cups im Grand Prix Modus sind gut gemacht und schalten einen Haufen Items frei, die man dann im National Match auswählen kann. Hier geht es dann quer durchs Land. Auf einer virtuellen Karte Japans wählt man einen Bereich aus und fährt gegen 3 Gegenspieler. Diese werden nicht computergesteuert. Die Fahrweise basiert auf hochgeladenen Geistdaten echter Fahrer, die online ausgetauscht werden. So ähnlich wie beim Avatar-System von Forza Horizon, wenn ihr das kennt. Die Folge sind hitzige Gefechte gegen 3 Geistfahrer, was ebenfalls mächtig Spaß macht und somit Mario Kart Arcade Grand Prix DX in meinen Augen zu einem Spiel macht, das man sich als Mario Kart Fan durchaus ansehen sollte. Der Emulator ist Freeware und mit der dazugehörigen ROM, die man schnell im Netz findet, sollte es kein großes Hindernis darstellen, dem Spiel einen Versuch zu geben. Fast als wäre es eine Art Tradition, kündigte Nintendo im selben Jahr, in dem Arcade Grand Prix DX erschien, ein neues Mario-Spiel für die nächste Heimkonsole an. Mario Kart 8 sollte 2014 für die Nintendo Wii U erscheinen und dem sinkenden Schiff neuen Wind verleihen. Die Wii U strauchelte zu der Zeit bereits und Nintendo war bestrebt, mit Mario Kart 8 einen Kaufgrund abzuliefern. Eine frühe Idee des Teams war es, einen Bohrer ins Spiel einzuführen, der es erlauben sollte, den Boden unter der Strecke zu verändern und somit den Kurs zu verformen. Diese Idee wurde aber schnell wieder fallen gelassen, als Antigravitation ins Spiel kam. Alle Karts erhielten die Fähigkeit, auf Wänden und der Decke zu fahren, was dem Spiel einen neuen Ansatz verleihen und die altbetuchte Gameplay-Formel auflockern sollte. Der Gleitschirm und die Unterwasserpassagen aus dem Vorgänger wurden beibehalten, ebenso wie die Anzahl an Schwierigkeitsgraden, Cups und Strecken. 32 neue sowie alte Kurse warteten darauf, von Mario Kart-Fans unsicher gemacht zu werden. Alle Strecken, auch die Retro-Kurse, waren mit dem Hintergedanken der Antigravitationsmechanik gebaut, was ihnen einen ganz eigenen Flair gab und das Spielgefühl tatsächlich bereicherte. Mario Kart 8 hat meiner Meinung nach die bisher besten Strecken der gesamten Reihe. Das gilt sowohl für das Streckendesign als auch für die Locations und die allgemeine Grafik der Kurse. Apropos Grafik: Mario Kart 8 war auf der Wii U das erste Mario Kart-Spiel, das eine HD-Grafik bot und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie baff ich war, als ich das Spiel in Bewegung gesehen habe. Ich war Day One dabei und habe mir die limitierte Edition mit dem blauen Panzer gesichert und es nie bereut. 16 Fahrer standen anfangs zur Auswahl, wobei man noch 14 zusätzliche Charaktere im Verlauf des Spiels freischalten konnte. Und hier kam einer der wenigen Kritikpunkte an Mario Kart 8 zu tragen. Die freischaltbaren Fahrer ließen zu wünschen übrig. Neben diversen Abwandlungen bereits vorhandener Fahrer wie etwa Metal Mario oder Gold Peach gab es gleich 7 verschiedene Koopalinge, was ich ehrlich gesagt damals nicht verstanden habe und heute ebenfalls nicht nachvollziehen kann. Warum nicht Diddy Kong, Funky Kong oder Rob wieder reinnehmen? Hätte nicht ein Koopalink gereicht?
Zumindest gab es eine Menge zu tun. Neben den 32 Strecken stand ein Time Trial, ein Versus-Modus und der Battle-Modus zur Verfügung. Letzterer wurde jedoch zum ersten Mal in der Geschichte der Mario Kart-Spiele nicht ordentlich umgesetzt. Anstatt wie gehabt in Arenen zu fahren und Jagd auf die Ballons anderer Fahrer zu machen, entschieden sich die Entwickler dazu, die Kämpfe auf den normalen Pisten abzuhalten, was dafür sorgte, dass man sich schnell aus den Augen verlor. Der Battle-Modus wurde an Mario Kart 8 am stärksten kritisiert und auch ich habe mich in meinem Review hier auf diesem Kanal darüber ausgelassen. Online durfte Mario Kart 8 ebenfalls gespielt werden und zumindest hier war alles in Butter. Das Spiel lief schön flüssig und das Matchmaking funktionierte hervorragend. Anders als bei Mario Kart Wii waren auch keine Cheater unterwegs, die den Spielspaß vermiesten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich unzählige Stunden im Mehrspielermodus zugebracht habe, nachdem ich die Cups und auch den gespiegelten 150cc-Modus freigeschaltet hatte. Und nachdem die neu hinzugekommenen Items in Mario Kart Wii und Mario Kart 7 eher suboptimal waren, bot Mario Kart 8 4 neue Gegenstände, die es wirklich in sich hatten und das Spiel im Großen und Ganzen bereicherten. Einzig die Crazy 8 fand ich nicht so gelungen. Ähnlich wie im Vorgänger kreisten hier 8 verschiedene Items um das Kart und durften nacheinander eingesetzt werden, was vor allem Spieler betraf, die weit abgeschlagen fuhren und damit das Fahrerfeld von hinten aufrollen konnten. Die restlichen 3 neuen Items konnten aber durchaus begeistern. Mit dem Boomerang konnte man Gegner treffen, während die Piranha-Pflanze einen Schub gab und gleichzeitig nach Gegenspielern schnappte. Am besten war jedoch das Superhorn, das es ermöglichte, heranfliegende Gegenstände sowie nahe Feinde zu treffen. Mit dem Superhorn war es aber nun sogar möglich, den blauen Panzer zu eliminieren. Eine Premiere in einem Mario Kart-Spiel, seit der blaue Panzer in Mario Kart 64 eingeführt wurde. Alles in allem war Mario Kart 8 ein rundes Paket und wurde von Fans sowie Presse trotz misslungenem Battle-Modus gefeiert. Als ich es für dieses Video auf der Wii U gespielt habe, wurde mir noch einmal klar, wie gut Mario Kart 8 bereits von Anfang an war und dass alles, was Mario Kart 8 Deluxe heute auf der Switch ausmacht, bereits hier vorhanden war. Abgesehen natürlich vom Bonus-Content, der auf Switch dazukam. Aber Mario Kart 8 ist und bleibt auch auf der Wii U ein hervorragendes Spiel, das sich mit dem Wii U Gamepad gut spielen lässt und euch ein Erlebnis ähnlich wie auf dem DS oder 3DS bietet. So findet das Renngeschehen auf dem Fernseher statt, während auf dem Gamepad eine Karte der Strecke zu sehen ist, inklusive einer Übersicht der Platzierungen und der Möglichkeit zu hupen, wer auch immer das als sinnvoll erachtet. Aber natürlich kann man das Spiel auch mit dem Pro-Controller, der Wiimote plus Nunchuck und selbst per quergehaltener Wiimote spielen. Solltet ihr Fan des Plastiklenkrads von Mario Kart Wii gewesen sein, so könnt ihr dieses auch hier wieder rauskramen. Für mich war damals bereits klar, dass Mario Kart 8 zu meinem Lieblingsteil der gesamten Reihe werden könnte. Es war um Welten besser als die letzten 3 Mario Kart Spiele zusammen und selbst beim Coverdesign schien es, als hätte sich Nintendo von dieser tristen weißen Optik verabschiedet. Das Boxart von Mario Kart 8 erinnert wieder an die guten alten Tage, speziell an das Boxart von Double Dash. Wir sehen Marios Piste und 6 Charaktere, wobei man schon genauer hinsehen muss, um Rosalina und Toad zu erkennen. Die neue Antigravitationsmechanik ist sichtbar durch die quergestellten Reifen bei Marios und Peachs Kart, während Bowser und Luigi weiter hinten noch traditionell auf der Strecke unterwegs sind. Mario hat wieder diesen ernsten Gesichtsausdruck, den er seit N64 Tagen nicht mehr abgelegt hat. Alles in allem gefällt mir das Artwork aber sehr gut und steht auf einer Ebene mit Double Dash. Im November 2014, 6 Monate nach Erscheinen des Spiels, kündigte Nintendo 2 große DLC-Pakete an. Es wurden 16 neue Kurse angekündigt, sowie Charaktere, die abseits des Mario-Universums mitfahren durften, wie etwa Link aus The Legend of Zelda. Selbst einige der neuen Strecken basierten auf anderen Nintendo-Reihen, wie etwa F-Zero, Zelda oder Animal Crossing. Der DLC war ein großer Schritt nach vorne für Nintendo und die Mario Kart-Reihe. Die Hinzunahme anderer Charaktere war der nächste große Schritt für Mario Kart und sollte zeigen, wie erfolgreich sowas werden konnte. Mit den erschienenen DLCs wuchs die Streckenanzahl auf 48 Kurse und 36 spielbare Charaktere. So viele wie nie zuvor in einem Mario Kart-Spiel. Und auch finanziell war Mario Kart 8 ein voller Erfolg, zumindest im Verhältnis zu den verkauften Wii U-Konsolen. Insgesamt ging das Spiel 8,46 Millionen Mal über die Ladentheke und wurde zum bestverkauften Wii U-Spiel aller Zeiten, was bei knapp 15 Millionen verkauften Wii U-Konsolen definitiv eine Hausnummer war. Wie sollte Nintendo Mario Kart 8 auf der nächsten Konsole noch toppen können?
Die Antwort auf diese Frage sollte uns Nintendo bereits 2 Jahre später liefern, als sie im Oktober des Jahres 2016 die Nintendo Switch in einem Trailer ankündigten. Teil des Videos war auch Mario Kart 8. Sofort schossen Spekulationen hoch. Würde die Switch nur einen Port erhalten? Es wäre nicht undenkbar, da sich die Wii U ja bekanntlich so schlecht verkauft hatte. Im Januar 2017 kam dann die Bestätigung. Nintendo stellte die neue Konsole ausführlich vor und führte auch Mario Kart 8 Deluxe vor, einen überarbeiteten Port des Wii U Originals. Und dieser erschien bereits am 28. April 2017, etwas mehr als einen Monat nach dem Erscheinen der Nintendo Switch. Dabei war Mario Kart 8 Deluxe mehr als ein einfacher Port. Auf dem Modul befand sich das Originalspiel inklusive beider erschienenen DLC-Pakete, was Fans und Sammler natürlich freute. Inhaltlich legten die Entwickler noch einmal Hand an und reparierten den Battle-Modus, der auf der Wii U für viel Kritik gesorgt hatte. So wurden wieder Arenen zur Verfügung gestellt, die auf den Battle-Modus abgestimmt waren. Mario Kart-Fans freuten sich, denn mit der Deluxe-Variante wurde ein sowieso schon sehr gutes Spiel noch besser. Nintendo spendierte dem Switch-Port zusätzlich eine zweite Itembox, was mich als Double Dash-Fan natürlich freute. Apropos GameCube, der Modus Insignien-Diebstahl feierte ebenfalls ein Comeback auf der Switch, was den Battle-Modus noch besser machte. 5 neue Charaktere gab es ebenfalls on top, nämlich die beiden Inklinge aus Splatoon, König Boohoo, Bowser Jr. und Knochentrocken. Selbst neue Items wurden implementiert. Der Geist feierte sein Comeback und stahl erneut Items von Gegnern. Fans von Super Mario Kart freuten sich über die Rückkehr der Feder, auch wenn diese nur im Battle-Modus zum Einsatz kam. Mario Kart Neulingen spendierte Nintendo die sogenannte Schlausteuerung. Das waren nichts anderes als diverse Fahrhilfen, die vor allem meinen Kids zugute kamen, als diese noch kleiner waren und somit mir das Spiel genießen konnten. Last but not least wurde auch die Driftmechanik ausgebaut. So gab es in Deluxe nun eine 3. Mini-Turbo-Stufe, die den Boost verlängerte, aber gar nicht so einfach auszuführen war. Das, was nicht erweitert wurde, waren die Strecken. Aber davon gab es ja bereits 48 Stück. So viele wie in keinem anderen Mario Kart Spiel zuvor. Und die durchdachten Änderungen und Neuerungen machten Mario Kart 8 Deluxe für mich zum perfekten Mario Kart Spiel. Es löste Double Dash für mich endgültig als Lieblingsteil ab. In meinen Augen stimmte bei Mario Kart 8 Deluxe einfach alles. Von der Grafik über die Spielbarkeit, den Umfang und die Items. Hier passte alles wie die Faust aufs Auge. Selbst das Artwork wurde noch einmal überarbeitet und zeigt zum ersten Mal in der Geschichte der Mario Kart Spiele eine Regenbogenstrecke auf der Box. Feuerwerk schießt überall hoch, als gäbe es etwas Großes zu feiern. Zum ersten Mal seit Super Mario Kart lächelt Mario wieder und hält die Faust zum Sieg hoch, während ihm Peach und Bowser auf den Fersen sind. Dass es die ultimative Mario Kart Fassung ist, erkennt man daran, dass Link, Isabelle und ein Inkling dabei sind, die eigentlich gar nicht ins Mario-Universum gehören und trotzdem mitfahren. Ich persönlich bin unentschlossen, ob mir das Boxart von Mario Kart 8 Deluxe besser gefällt oder das Original. Ich mag beide, tendiere aber glaube ich zum Wii U Original, da mir hier das Artwork irgendwie ein bisschen zu chaotisch wirkt. Aber wie seht ihr das? Besser als die Boxarts von Mario Kart Super Circuit, DS, Wii und Mario Kart 7 ist es aber allemal. Switch-Besitzer und Mario Kart-Fans sahen das wohl ähnlich, denn Mario Kart 8 Deluxe mutierte zum absoluten Kassenschlager. Das Spiel verkaufte sich, als gäbe es kein Morgen mehr und steht aktuell bei sagenhaften 53,79 Millionen Einheiten. Das könnte aber auch natürlich an der Überraschung liegen, die Nintendo Anfang 2022 für uns parat hielt. In einer Direct-Ausgabe wurde der Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass angekündigt. In 6 verschiedenen Wellen sollten bis Ende 2023 48 neue Kurse und diverse neue Charaktere ausgerollt werden. Das war vor knapp 1,5 Jahren. Vor einigen Wochen erschien die vorletzte Welle und brachte uns neben 2 neuen Cups und 8 Strecken auch noch ein Wiedersehen mit Wiggler und der Piranha-Pflanze ein, die wir bereits in Mario Kart 7 und Double Dash steuern durften. Und mit Kamek gesellte sich endlich eine Figur dazu, die uns 1995 auf der Shoshinkai-Messe angeteasert wurde. Großartig. Und die neuen Strecken sind auch nicht von schlechten Eltern. Der Großteil davon stammt aus anderen Mario Kart Spielen. Aber hier und dort steckt auch ein neuer Kurs in einem Cup, wie etwa die grandiose Yoshi's Island Strecke oder das Ninja Dojo.
Sollte Nintendo den Booster-Streckenpass zu Ende bringen, stehen uns in Mario Kart 8 Deluxe 96 Strecken und 48 spielbare Charaktere zur Verfügung, was das Spiel zum ultimativen Mario Kart-Ableger macht. Hier stecken nicht nur 48 neue geniale Strecken drin, sondern auch die Creme de la Creme der Retro-Strecken. Dann frage ich mich nochmal, wie soll Nintendo das noch toppen können? Aber die Antwort darauf muss ich etwas hinten anstellen, denn nachdem Mario Kart 8 Deluxe 2017 erschienen war, gab es noch drei weitere Veröffentlichungen, über die ich mit euch sprechen möchte, wobei ich leider nur eine davon gespielt habe. Im gleichen Jahr wie Mario Kart 8 Deluxe veröffentlichte Bandai Namco den vierten und vorerst letzten Teil ihrer Arcade Grand Prix Reihe in den Arcade-Hallen. Der Clou war hier, dass es sich um ein reines VR-Spiel handelte. In speziellen VR-Arcade-Hallen konnten Fans sich in virtueller Realität hinter das Steuer klemmen und gegeneinander antreten. Dabei stehen wohl vier Charaktere zur Auswahl, was durchaus ein wenig mager ist. Trotzdem soll das Spiel wohl eine echte Granate sein. Items werden per Handbewegung abgeschossen und die Strecken haben es wohl in VR wirklich in sich. Leider kann ich das nicht 100% bestätigen, da ich Mario Kart Arcade GP VR leider noch nicht ausprobieren konnte. In meiner Umgebung bietet das niemand an, sodass ich mich hier auf die Erlebnisse anderer verlassen muss. Schade, dass Nintendo das Spiel nicht auf PC, VR-Headsets oder auf der Meta Quest zur Verfügung stellt. Es würde sicherlich seine Fans finden. Das nächste Mario Kart Spiel erschien dann 2019 und hier kann ich zumindest ein wenig aus eigener Erfahrung berichten, denn mit Mario Kart Tour startete das Rennen als Free-to-Play-Spiel auf Android- und iOS-Geräten. Ich erinnere mich noch gut an das Raunen, das durch die Nintendo-Community ging, als Nintendo ein Mario Kart Spiel für Smartphones ankündigte. Ich selbst bin kein großer Mobile-Gamer, daher habe ich mich nicht allzu lange mit dem Titel beschäftigt, aber das, was ich davon gesehen habe, scheint nicht schlecht zu sein. Es ist sehr einsteigerfreundlich aufgebaut. Der gewählte Charakter beschleunigt von selbst. Auch Turbos werden automatisch ausgeführt. Man selbst steuert die Figur nur in den Kurven, was durch die Touch-Steuerung des Smartphone-Displays ganz gut klappt, wie ich zugeben muss. Items werden mit einer kurzen Wischgeste getriggert, was ebenfalls recht intuitiv umgesetzt wurde. Abgesehen davon ist es ein klassisches Mario Kart. Man fährt in diversen Cups gegen computergesteuerte Avatare anderer Spieler und gewinnt massig Geld, Items und Tickets, mit denen man neue Karts und Fahrer freischaltet. Rennen gegen echte Menschen sind aber ebenfalls möglich. Neben Strecken aus dem Mario-Universum werden bei Mario Kart Tour auch Kurse durch reelle Städte geboten, die es dank Deluxe Streckenpass nun auch in der Switch-Fassung gibt. An sich finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht, es darf nur nicht überhand nehmen. Für ein Smartphone-Spiel typisch hat auch Mario Kart Tour eine extrem überladene Menüführung, durch die ich noch nicht sonderlich gut durchgeblickt habe. Obwohl ich die klassischen Mario Kart Spiele favorisiere und damit bei weitem mehr Zeit verbracht habe, sehe ich den Reiz von Mario Kart Tour. Es ist der Kartspaß für zwischendurch, wenn man keine Konsole oder keinen Handheld-Griff bereit hat und dennoch eine Runde fahren will. Die Präsentation des Spiels bringt das Mario Kart Feeling gut rüber und hat man sich einmal an die simple Steuerung gewöhnt, erzeugt Mario Kart Tour eine bekannte Sogwirkung, die ich von anderen sogenannten Ach, nur noch ein letztes Mal Spielen kenne. Und wer sich an der vertikalen Ausrichtung stört, kann das Spiel nun auch im horizontalen Modus spielen. 2020 wurde ein Update ausgerollt, das es erlaubte, das Smartphone quer zu halten. So erinnert Mario Kart Tour noch mehr an einen klassischen Ableger und es gibt tatsächlich Fans da draußen, die Mario Kart Tour als offiziellen neunten Teil bezeichnen. Soweit würde ich persönlich jedoch nicht gehen. Dafür sind die Strecken meiner Meinung nach zu kurz und das gesamte Spielprinzip viel zu stark vereinfacht. Mario Kart Tour ist kein Spiel, zu dem ich immer und immer wieder zurückgehe und schon gar nicht, wenn ich andere Hauptteile der Mario Kart Reihe griffbereit habe. Und nachdem Nintendo die reellen Stadtstrecken auch in der Switch-Fassung von Mario Kart 8 Deluxe zur Verfügung gestellt hat, hat Mario Kart Tour in meinen Augen auch ein Alleinstellungsmerkmal verloren. Zumal mir die überarbeiteten Stadtstrecken auf der Switch sogar deutlich besser gefallen und ich sie im Gesamtkonzept des besten Mario Kart Spiels aller Zeiten erhalte. Daher ist Mario Kart Tour für mich zwar durchaus einen Blick wert, mehr aber auch nicht. Trotzdem hat es seine Fans gefunden. Inzwischen verzeichnet das Spiel mehr als 200 Millionen Downloads und hat Nintendo mehr als 200 Millionen Dollar in die Kassen gespült. Viele zählen es zu der Hauptreihe dazu, andere wollen gar nichts davon wissen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welcher Seite ihr steht.
Gut, über ein letztes Mario Kart Spiel möchte ich noch kurz sprechen, das ich selbst aber noch nicht ausprobiert habe. Und ehrlich gesagt reizt es mich auch kein Stück. Die Rede ist von Mario Kart Live Home Circuit, das im Oktober 2020 weltweit auf der Switch gestartet ist. Als Mario Kart Spin-Off konzipiert, wurde es von den Velan Studios entwickelt. Die Idee dahinter ist, sich mit Streckenteilen einen Rundkurs in den eigenen vier Wänden zu bauen und diesen dann mit einem ferngesteuerten Mario oder Luigi zu bestreiten. In der Spielfigur ist nämlich eine Kamera integriert, die das Renngeschehen auf die Switch überträgt und auch Gegner sowie Items darstellt, gegen die man antreten muss. In der Theorie klingt das alles zwar ganz nett, aber in der Praxis soll Mario Kart Live seine Hürden haben. Es braucht viel Platz, die Möglichkeiten der Bauteile sind begrenzt und die Verbindung zwischen Spielfigur und Switch soll nicht die allerbeste sein. Das sind auch die Gründe, warum ich bisher die Finger davon gelassen habe. Für mich persönlich ist und bleibt es nur eine kleine Spielerei, die nicht sonderlich viel mit Mario Kart zu tun hat. Andere Mario Kart Fans sehen das wohl ähnlich, denn bisher konnte sich Mario Kart Live Home Circuit nur 1,27 Millionen Mal verkaufen, was für ein Mario Kart Spiel auf der Switch wirklich, wirklich wenig ist. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, was mich jetzt aber zu meiner Frage von vorhin führt. Wie kann Nintendo Mario Kart 8 Deluxe toppen? Was muss ein neunter Teil bieten, damit Nintendo diesen veröffentlicht? Ich erinnere mich da an F-Zero GX, was laut Nintendo der Grund ist, dass wir seitdem kein neues Spiel der Reihe gesehen haben. Laut Miyamoto war F-Zero GX so gut, dass sie nicht mehr wissen, wie sie es besser machen könnten. So ähnlich ist es wohl auch mit Mario Kart 8 Deluxe. Wie kann man dieses Spiel noch besser machen? Bisher bot jedes neu erschienene Mario Kart Spiel eine kleine Innovation, etwas, das die Reihe nach vorne brachte, und die Deluxe-Variante des 8. Teils ist die Summe dessen. Wird es überhaupt noch einen neuen Teil geben oder macht Nintendo daraus ein Live-Service-Game, wo wir in unregelmäßigen Abständen neue Strecken und Fahrer erhalten? Würde euch dieser Weg gefallen? Ich persönlich würde ein neues, eigenständigeres Mario Kart Spiel favorisieren. Gerne könnte Nintendo auch ein Nintendo Kart draus machen und Fahrer sowie Strecken aus anderen Franchises verwenden, wie es zum Beispiel Sega mit ihrer All-Star Racing Reihe gemacht hat. Das wäre etwas, was den Funracer in meinen Augen in die richtige Richtung bringen würde. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst generell die Tasten glühen, denn ich bin jetzt am Ende meines Videos angelangt. Das war meine Reise durch alle 15 Mario Kart Spiele. 13 davon habe ich für dieses Video gespielt. Das Spielgefühl auf Original-Hardware zu erleben, erlaubte es mir, die Magie dieser Spiele in ihrer reinsten Form aufnehmen zu können. Letztendlich bleibt Mario Kart 8 Deluxe für mich das beste Mario Kart, dicht gefolgt von Double Dash. Danach würde ich Mario Kart 7 einordnen, danach Mario Kart 64 und so weiter. Mario Kart Wii und Super Mario Kart bilden bei mir das Schlusslicht. Wenn ihr Bock habt, postet mir euer Ranking ebenfalls in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Erzählt mir, mit welchem Teil ihr eingestiegen seid. Was ist euer liebstes Item? Wer euer liebster Charakter? Ich freue mich auf eure Kommentare und verabschiede mich von euch für dieses Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, sollte euch das Video gefallen haben. Bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.